Okay, danke mal für die Einladung. Freue mich sehr über die Gelegenheit heute. Danke auch, Gerhard, für die sehr gute Einführung. Ich werde versuchen, noch ein bisschen mehr über diese Idee zu sprechen, souveräne digitale Identität. Relativ neue Idee. Ein bisschen zu mir, Marco Sabatello. Ich habe eine kleine Firma, kleine Startup, DanyUpTech GmbH hier in Wien. Und ich habe Informatik studiert hier in Wien an der TU Wien und nachher noch was anderes, Friedens- und Konfliktforschung. Und in den letzten 10 Jahren habe ich mich immer beschäftigt mit Technologien für digitale Identität. Ich war viel unterwegs, ich war viel in den USA, habe bei allen möglichen Projekten und Startups Technologien mitgearbeitet. Unter anderem Sovereign, auf das werde ich noch genauer eingehen. Sovereign ist eben ein konkretes Projekt, eine konkrete Technologie in diesem Bereich der souveränen digitalen Identität. Und habe jetzt eben meine kleine Firma hier in Wien und mache verschiedene Projekte, verschiedene Initiativen in diesem Bereich. Noch einmal, und wir können das gerne interaktiv machen, also wir können gerne auch zwischendurch bitte Fragen oder Diskussionen, wenn es sich ergibt. Zur digitalen Identität, also hier ist ein Cartoon, das relativ bekannt ist, irgendwann aus den 90ern. On the Internet, nobody knows you're a dog. Also digitale Identität für mich ist die Frage, wenn ich online bin, wenn ich in der digitalen Welt unterwegs bin, wer bin ich da? Wie präsentiere ich mich online und wie nehmen mich andere wahr? Und das hat man sich, wie das Internet entstanden ist, wie das Internet entworfen und gebaut wurde, hat man sich das eigentlich nie von Grund auf überlegt. Also das Internet von der technischen Architektur her hat Konzepte für Identität von Maschinen und Servern und Infrastruktur. Also es gibt IP-Adressen, es gibt Domainnamen, es gibt MAC-Adressen. Das ist alles so Identität für die technischen Teile des Internets. Aber Identität für die Teilnehmer in der digitalen Welt hat man sich nie so wirklich überlegt. Und vielleicht ist das gut, vielleicht ist das schlecht. Aber jedenfalls hat man sich dann eben so evolutionär, wie der Gerhard das erklärt hat, mit verschiedenen Ideen versucht zu helfen, wie man digitale Identität darstellen kann. Und das bedeutet halt heute meistens Username und Passwort. Ich melde mich irgendwo an, einen Username und ein Passwort, und dann habe ich dort jetzt irgendwo auf einer Webseite eine digitale Identität. Oder sowas wie Login with Facebook. Also ich habe eben eine Identität bei Facebook und verwende die dann auch woanders. Und was diese aktuellen Lösungen oder technischen Architekturen für Identität gemeinsam haben, ist, dass ich sie nicht selber kontrolliere. Also wenn ich irgendwo einen Usernamen habe, wenn ich meinen Facebook-Account habe, ist das so ungefähr wie hier links in dem Bild, wird diese Identität von irgendwem anderen zentral verwaltet, von Amazon oder von Facebook, wie auch immer. Das heißt, digitale Identität ist etwas, das mir von irgendwem gegeben wird im Moment. Das ist nicht etwas, das von mir selber ausgeht. Ich bekomme irgendwo einen Account in irgendeiner Datenbank, die wem anderen gehört, und das ist dann meine digitale Identität. Und derjenige, der die kontrolliert, kann sie manipulieren, kann sie auch wieder zerstören, eigentlich Accounts löschen, dadurch meine digitale Identität zerstören. Und souveräne digitale Identität ist eben ein bisschen eine Weiterentwicklung von dem, was man früher genannt hat, userzentrische Identität. Jetzt nennt man das souveräne digitale Identität, ist ungefähr die gleiche Idee. Wäre dann eben sowas, so wie das rechts in dem Bild dargestellt wird. Also Identität, die ich für mich selber erzeugen kann, wo ich nicht bei irgendeiner Webseite, bei irgendeiner Firma irgendwo was kaufen oder mich registrieren muss, sondern Identität, die ich einfach ohne andere Beteiligte im Internet erzeuge. Das, naja, wer sie dann akzeptiert, wer meine Identität dann akzeptiert, ist natürlich auch wichtig, ist aber ein zweiter Schritt. Also ich kann mal eine digitale Identität für mich erzeugen und hoffen, wenn sie von niemandem akzeptiert wird, ist sie vielleicht nicht sehr nützlich, aber ich habe sie trotzdem.
Und mit den der heutigen Technologien oder wie das bisher war, hat man eben immer solche Systeme gehabt, wie das Links ist. Auch wenn man zum Beispiel seinen eigenen Domainnamen hat, manche Leute sagen dann, ich habe meinen eigenen Domainnamen und das ist meine Identität, die mir gehört. Aber stimmt eigentlich nicht, weil ich kann einen Domainnamen nicht kaufen und nicht selber besitzen. Ich kann ihn eigentlich nur mieten und muss ihn jedes Jahr bezahlen. Der kann auch wieder weggenommen werden. Und wir beschreiben diese Idee oft mit starken Metaphern und irgendwie sehr, sehr wortreich. Also man kann das irgendwie politisch betrachten, dass man sagt, dass das Links ist irgendwie so wie eine Diktatur oder wie ein mittelalterliches Feudalsystem und das Rechts ist dann so irgendwie ein aufgeklärtes System, wo wir selbstbestimmt sind. Wir zitieren dann manchmal, wenn man das philosophisch betrachtet, zitieren wir manchmal den René Descartes und wir sagen, ich denke, also bin ich. Er hat ja nicht gesagt, ich registriere mich bei Facebook und darum bin ich, sondern Identität ist eben etwas, das von mir ausgehen soll. Wir beschreiben das manchmal aus Sicht von Menschenrechten auch, Artikel 6, glaube ich, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Jeder hat ein Recht, als Mensch wahrgenommen zu werden. Also jeder hat ein Recht auf eine persönliche Identität auch. Und da argumentiert man vielleicht, dass das in der digitalen Welt genauso sein soll, wie das halt so in echt ist. Also das ist der Hintergrund und wie geht das technisch? Also ich komme jetzt auf ein konkretes Projekt, auf eine Initiative, die versucht, so eine souveräne digitale Identität zu ermöglichen. Das ist ein Projekt, das nennt sich Sovereign, das ist eine Blockchain-Technologie. Also ich nehme an, jeder wird mit Bitcoin, Blockchain vertraut sein. Gehört haben. Ich höre nicht. Das ist ganz großartig. Ja. Ich war schon also bei der Gründung des Arbeitskreises der Wirtschaftskammer zum Thema Blockchain und gestern war wieder eine Sitzung, aber da wird nur herumgeredet, wie toll das alles sein wird und so weiter, aber kein Mensch sagt, was das wirklich ist. Also okay. Substanziell. Ne? Das einzige Originalpapier vom Gründer von Bitcoin ist halbwegs technisch inhaltlich. Alles andere ist nur Reklame. Ja, also es ist natürlich ein riesengroßes Hype-Thema, genauso wie vor ein paar Jahren die Cloud irgendwie der große Hype war, so ist jetzt Blockchain das Thema. Ich meine, aus meiner Sicht ist Blockchain eine Technologie, die zwei interessante Eigenschaften hat. Also es ist eine Art Datenbank, die verteilt ist, die dezentral ist, die also nicht von einer einzelnen Firma oder von einem einzelnen Akteur kontrolliert werden kann. Das ist die eine Eigenschaft und die andere Eigenschaft, dass zumindest bei den meisten Blockchains, dass man nur Informationen anhängen kann. Also dass man, wenn man einmal etwas in diese Datenbank hineinspeichert, kann man das nicht mehr löschen und auch nicht mehr manipulieren. Also das sind, glaube ich, die zwei wichtigen Eigenschaften einer Blockchain-Technologie. Also eine Datenbank, die global verteilt ist, nicht von einer einzelnen Firma, Facebook oder von einem einzelnen Staat kontrolliert wird, sondern von vielen oder von mehreren gemeinschaftlich verwaltet wird und wo man Informationen abspeichern kann. Aber Frage, Blockchain lebt doch davon, dass es genügend Teilnehmer an dieser Blockchain-Technologie gibt, die ihre Rechner für die zu errechnende Rechenleistung, die benötigt wird, um freie Software herzustellen, mitwirken. Wenn aus irgendeinem Grund diese Mitwirkenden wegfallen, dann fällt die gesamte Technologie in dieser Blockchain-Version, die halt auch gerade relevant ist für die Applikation. Und dort sehe ich das ganze Problem. Das momentan gerade ein Hype ist, weil es ein paar Technikfreaks gibt, die mittun oder ein paar andere, die glauben, nicht bloß Geld damit verdienen zu können, solange funktioniert es, wenn das alles wegfällt, dann ist es tot. Das ist natürlich so, ja. Also das ist jetzt besonders auf Bitcoin oder Blockchains für Bitcoins und Kryptowährungen, also Blockchains für virtuelles Geld sozusagen, da ist das so. Also da gibt es tausende Rechner, die irgendwie mitrechnen, damit das Ganze funktioniert, damit eben so ein Konsens, sagt man, dass ein Konsens zwischen den Teilnehmern der Datenbank hergestellt wird und das beruht darauf, dass eben entsprechend viele mitmachen und
Und da gibt es auch genügend Kritik. Also einerseits Bitcoin speziell ist ja gar nicht so dezentral, wie man sagt. Also es kann jeder bei Bitcoin so einen eigenen Server, einen eigenen Knoten in der Blockchain betreiben. Dann sagt man gerne, es ist so dezentral, weil jeder mitmachen kann. Aber die Rechenleistung, die da hineinfließt und die das eben am Leben erhält, wie Sie sagen, die ist natürlich nicht sehr dezentral. Also es gibt da einige, ich glaube 3 oder 4 gigantische Rechenzentren irgendwo in China, die schon Russland, die bei Bitcoin jetzt speziell also doch deutlich dominant sind, und falls sich die irgendwie zusammentun würden, auch das System also zerstören können. Ja, das Problem ist, ich habe auch vor allem vor kurzem versucht, alternative Blockchain-Technologien mal anzuschauen, also was anderes als die originale Bitcoin-Blockchain. Da ist das halbe Papier besteht von sogar ohne technische Hintergrundbehörden. Und dort sind das Problem. Ne? Ja, zudem, also ich habe die Frage gestellt schon zweimal, da waren auch Leute von der Wirtschaftsuniversität da, die da mitspielen in der Wirtschaftskammer. Ich habe gesagt, gebt uns doch bitte ein paar Diagramme, wo vorne und hinten ist, was gibt es für Datenflüsse, was gibt es für Datenstrukturen dabei, was sind die wichtigsten Prozessschritte. Früher mal hat man das alles mit einer Dekomposition gemacht, gesagt, was brauche ich für Funktionen, wo sind die Daten, auf die kommt man dann, die muss man ja alle gar nicht wissen. Ich habe gesagt, ein konzeptuelles Datenmodell. Haben sie mir angeschaut, haben gesagt, das gibt es nicht. Gut, also ich bin ein alter EDV-Mensch und das kann ich mir nicht vorstellen, weil irgendwann müssen wir es dem Computer schriftlich geben, die Applikation. Und spätestens dann ist am Tisch und das muss man doch vorher beschreiben können, wo es geht. Also das. Und genau diese Beschreibung, das kann ich nur bestätigen. Jetzt wird es zugefallen. Also das wird schon geben. Ich habe jetzt keine Diagramme und Datenstrukturen und so weiter dafür für Bitcoin und die Kryptowährungen, aber ich habe noch einige auch technische Diagramme und Informationen über Sovereign. Sovereign ist auch eine Blockchain, aber funktioniert ein bisschen anders als Bitcoin. Es ist erstens gibt es keine Kryptowährung, es gibt auch keine Smart Contracts. Es ist auch ein Begriff, der bei Blockchain immer wieder vorkommt. Es ist eine Blockchain, die nur eine einzige Funktion hat, nämlich Registrierung von Identitäten. Also praktisch so, wie wenn ich einen Usernamen und ein Passwort bei Facebook und bei Amazon und so weiter anlege, kann ich hier eine Identität in einer Blockchain anlegen und dann darauf meine Blockchain, die eben wie gesagt nicht von einer einzelnen Firma oder Organisation kontrolliert wird, und darauf aufbauend, so wie ich bei Bitcoin mir ein Konto aufbauen kann und dann Geld hin und her schicken kann, so kann ich bei Sovereign eine digitale Identität in so einer dezentralen Datenbank erstellen und dann selbst verwalten, ohne dass da irgendwie ein Mittelsmann beteiligt ist. Noch ein anderer Unterschied zwischen Sovereign und Bitcoin und den anderen Blockchains ist, dass diese Blockchain nicht permissionless ist, sondern permissioned. Da habe ich ein Diagramm, das hatte ich zwar nicht unbedingt vorzuzeigen, aber weil das jetzt gefragt worden ist, doch. Hier sind ein paar Unterschiede zwischen verschiedenen Blockchains. Permissionless, das sind die, wo jeder einen Knoten betreiben kann. Also wo man sagt, jeder kann jetzt so einen Bitcoin-Server betreiben, und das sind meistens dann chinesische Rechenzentren. Und bei Sovereign und bei einigen neueren Blockchains sagt man stattdessen, man hat ein System, das ist permissioned. Das bedeutet, es werden bestimmte Institutionen und Firmen und Universitäten und auch staatliche Stellen ausgesucht, die einen Knoten betreiben. Also man macht das nicht so wie bei Bitcoin, wo jeder einen Knoten in der Blockchain betreiben kann, sondern da werden speziell weltweit möglichst gut verteilt, vielleicht 100 oder 150 oder 200 solche Knoten für die verteilte Blockchain-Datenbank ausgesucht, und die betreiben das dann. Ist das vergleichbar mit einem Zertifizierten oder so? Ja, so ungefähr. Also da gibt es auch eine Verwaltungsstruktur, eine Governance-Struktur, da gibt es eine Foundation in den USA, eine Stiftung, die das verwaltet. Das macht das Ganze vielleicht wieder ein bisschen weniger dezentral als Bitcoin, weil dann ist ja trotzdem wieder jemand da, der... Das kommt
der oben sitzt und das kontrollieren kann. Aber das habe ich bei sowas wie bei Bitcoin halt. Bei Bitcoin ist halt hat der die meiste Kontrolle, der die meiste Elektrizität hat und die meiste Rechenleistung. Da gibt es ja auch Statistiken, dass da irgendwie mehr Elektrizität verbraucht wird als Dänemark als Land als Ganzes verbraucht. Und sagt man halt bei Sovereign und bei einigen anderen, sagt man halt, okay, man hat irgendwie so eine Verwaltungsstruktur und sucht diejenigen aus, die dann so einen Knoten betreiben, was beides Vor- und Nachteile hat. Okay, nochmal wieder zurück. Also bei Sovereign, wie gesagt, so ähnlich wie Bitcoin, so ähnlich wie diese Blockchains für Kryptowährungen, aber eben nicht für virtuelles Geld, nicht um Geldtransaktionen online dezentral zu machen, sondern um digitale Identität, Accounts im Prinzip für persönliche Daten, für Identitätsdaten dezentral zu erstellen. So, jetzt ein bisschen was über die Technologie dahinter. Es gibt zwei technische Komponenten, die hier wichtig sind, die Sovereign ermöglicht oder die dem zugrunde liegen. Zwei wichtige Technologien, die souveräne Identität, souveräne digitale Identität möglich machen. Das eine ist das, was wir, und jetzt wird es eher ein bisschen technischer, das eine ist das, was wir Decentralized Identifiers nennen, DIDs. Das ist eine neue Art von Internetadressen eigentlich. Also das sind, kann man sagen, ist so eine Art Account-Nummer oder Kennzahl, die mich im Internet identifizieren kann. Also so wie ich eben Usernamen habe oder Account-Nummern habe, so habe ich hier einen Decentralized Identifier und das ist eben eine Kennzahl, die ich selbst erzeugen kann, die von meinem eigenen privaten Schlüssel und öffentlichen Schlüssel, also von meinem eigenen Schlüsselpaar erzeugt wird. Also man kann sich vorstellen, so wie ein Domainname halt, den ich aber nicht kaufen muss, sondern den ich einfach selber erzeugen kann. Das ist das wird standardisiert gerade beim World Wide Web Consortium, also das ist dieses Standardisierungsgremium, das ja auch HTTP und HTML und ähnliche grundlegende Internettechnologien spezifiziert. Also es wird eine neue Art von Internetadresse, nicht so wie Facebook-Usernamen oder IP-Adressen oder Domainnamen, die mir eben irgendwie zugewiesen werden, sondern die ich selbst erzeugen kann. Und das ist auch eine Technologie, die mit verschiedenen Blockchains funktioniert. Also man kann so einen Identifier, so eine Kennzahl mit dieser Sovereign-Blockchain erzeugen, die speziell dafür gemacht worden ist und speziell dafür optimiert ist, aber man kann diese Decentralized Identifiers auch auf anderen Blockchains erzeugen, also auch auf Bitcoin oder es gibt ein Projekt namens U-Port, das ist eine Initiative für souveräne digitale Identität. Also man versucht hier einen Standard zu schaffen, der dann, wenn man jetzt auch wieder sagt, Sovereign, okay, das ist vielleicht auch nicht so dezentral, weil da gibt es ja eine Foundation in Amerika, die das verwaltet. Und wenn ich jetzt sage, mir ist Bitcoin irgendwie lieber, wenn das von chinesischen Rechenzentren dominiert wird, dann macht man hier einen Standard, der auch mit verschiedenen Blockchain-Lösungen kompatibel ist. Und dann habe ich auch verschiedene Optionen, wie ich so eine souveräne Identität erzeugen kann. Viele solche Identitäten darf ich denn haben? Unbegrenzt, so viel ich will. Welche Information steckt dann hinter der Identität? Nur, dass das eine bestimmte Identität ist oder sonst wo irgendwas zusätzlich? Diese zwei Dinge, also guter Punkt, ich muss natürlich ganz deutlich sagen, persönliche Daten, Attribute, Identitätsinformationen, mein Name, meine Adresse, E-Mail, was auch immer, das wird natürlich nicht in einer Blockchain gespeichert, nicht auf Sovereign gespeichert und auch nicht auf den anderen, weil das wären ja Informationen, wenn die auf einer Blockchain gespeichert sind, sind sie auch überall sichtbar, sind sie auch global einsehbar sozusagen, also das wird nicht abgespeichert. Es werden diese zwei
Informationen gespeichert. Erstens kryptografische Informationen, was ist mein öffentlicher Schlüssel, was ist mein Schlüssel, sodass mich andere verschlüsselt kontaktieren können. Wer verwendet PGP eigentlich? Ungefähr PGP-verschlüsselte E-Mail wird man davon kennt man das. Also für verschlüsselte und auch authentifizierte, also nachvollziehbare Kommunikation braucht man eben diese kryptografischen Schlüssel. Und die werden hier abgespeichert. Also das ist mal eine grundlegende Funktion, die diese DIDs ermöglichen. Wenn ich irgendjemand von Ihnen meine DID mitteile, wenn ich die auf meine Visitenkarte draufdrucke zum Beispiel und Ihnen die mitteile, dann können Sie mich verschlüsselt kontaktieren, weil... Das heißt, dann hat man Zugriff auf Ihren öffentlichen Schlüssel. Genau. Genau. Der hätte Sie aber so auch, wenn Sie auf Ihre Visitenkarte den öffentlichen Schlüssel draufdrucken. Das ist richtig, aber mein öffentlicher Schlüssel kann sich ja ändern. Und eine Eigenschaft dieser DIDs ist auch, dass sie persistent sind, das heißt, dass sie sich eigentlich nie ändern müssen. Also ich kann meine Schlüssel auch ändern, ist ja irgendwie auch eine gute Sicherheitspraxis, dass ich alle 6 Monate oder so vielleicht meinen Schlüssel mal ändere. Das kann ich machen und meine ID bleibt aber gleich. Also wenn ich mit Ihnen irgendwie schon einen Kontakt habe, wenn ich Sie in meinem Adressbuch habe und so weiter, dann bleibt die Identität immer bestehen, aber die Schlüssel können sich ändern. Also das ist das eine. Und die zweite Information, die hier abgespeichert wird mit der Identität, sind dann Adressen, wie man sich kontaktieren kann. Also zum Beispiel dann ein Nachrichtendienst für Instant Messaging. Ich weiß nicht, ob jemand solche verschlüsselten Chat-Apps oder so verwendet. Telegram oder Signal ist ja sehr, sehr beliebt. Also sowas kann ich auch hier abspeichern für meine Identität, dass ich sozusagen abspeichere, wie kann ich kontaktiert werden, wie kann mir jetzt jemand eine Nachricht schicken oder wie kann jemand mit mir interagieren. Und das sind eben Informationen, die eigentlich nicht aus Sicht der Privatsphäre nicht bedenklich sind, weil die dadurch kann ich nicht identifiziert werden. Das sind nur so Meta-Infrastruktur. Informationen. Netzwerkadressen, sind das nicht Dinge, die sich permanent ändern können? Ich habe mehrere Geräte, aber wir selber ID haben und ich schaffe ein neues Gerät oder eine andere Netzwerkadresse. Was bringt das, wenn das über Netzwerkadressen gekoppelt ist? Eigentlich genau wie vorher mit den Schlüsseln. Also die Netzwerkadressen, die können sich auch ändern, aber die Identität, diese Kennzahl bleibt eben gleich. Also wenn ich jetzt irgendwie ein neues Gerät habe oder jetzt irgendwie wie anders kontaktiert werden möchte oder mit einer anderen App oder mit einem anderen Gerät kontaktieren werden möchte, dann kann ich diese Kennzahl, diesen Decentralized Identifier updaten. Da kann ich jetzt hineinschreiben, dass das eine kommt weg und das andere, neue Netzwerkadresse kommt hinein, aber die Identität bleibt eben. Ich kann noch mehrere Netzwerkadressen dort haben. Ja, ja. Nein. Ja, schon. Ach so. Weil bei jedem Einloggen, bei einem normalen Consumer-Netzzugang, können Sie bei jeder Anwendung eine andere IP-Adresse. Das heißt, jedes Mal müssen Sie einloggen, müssen Sie diese Informationen dann doch publizieren, wenn Sie das nutzen wollten. Wenn ich so, dass jeder eine statische IP-Adresse hat. Ne? Wenn ich tatsächlich dann meinen Server oder meine Geräte direkt bei mir zu Hause habe, dann ist das natürlich so, das geht dann, da wollten wir ein bisschen später drüber reden, das ist dann, wenn ich sowas habe, das ist eine Freedom Box, das ist ein persönlicher Server, den kann ich wirklich bei mir zu Hause haben und wenn ich eine IP-Adresse habe, die sich immer ändert, das stimmt, dann müsste ich eigentlich hier die Information... Das heißt, also eher wichtig, die dynamischen Namen dann dort zu publizieren, weil wir die IP-Adresse. Genau, das kann ich auch machen. Also ich kann wenn ich einen dynamischen Namen habe, kann ich den hier auch publizieren. Aber es könnte eigentlich auch die IP-Adresse sein und ich könnte auch regelmäßig einfach diese Information updaten. Das ist gar nicht. Nein, die weiß man ja nicht selber, weil
Manche Internetanschlüsse werden automatisch in der Nacht vom Provider abgedreht, neu gestartet und kommt eine neue IP-Adresse. Mhm. Also das werden wir jetzt benutzen können. Zumindest war es mühsam herauszufinden und dann anzuwenden. Ne? Und da ist was eine Frage, wie lange dauert eine Publikation dann? Ne? Bei Bitcoin hat unter anderem das Problem, dass im Zusammenhang mit der verstärkten Nutzung momentan, das ist zwar jetzt schon ein bisschen länger her, die Bestätigung einer Transaktion, die dann von neuen Daten in der Datenbank angeblich schon 2-3 Stunden dauern kann. Also wenn Sie sich hier einloggen und erwarten, dass Sie dann einfach unter Ihrer jetzigen IP-Adresse erreicht, dann dauert es vielleicht 2 Stunden, bei Pechern, dass Sie unter erreichbar sind mit der jetzigen gültigen IP-Adresse, weil bei der IP-Adresse bleiben. Stimmt, bei Sovereign ist das nicht so, das ist viel schneller, das geht innerhalb von ein paar Millisekunden, das ist der Vorteil von so einer Permissioned-Architektur, wo man eben genau weiß, wer die Server sind, wenn man eben aussucht, hier sind 100 Knoten in der Blockchain, die weltweit verteilt sind, kann man so einen Konsens-Algorithmus implementieren, der viel, viel effizienter ist. Das heißt, da geht das, bei Bitcoin wird es nicht gehen, stimmt. Also wenn ich so eine DID hätte, einen Identifier, den ich auf Bitcoin registriere, dann kann ich den nicht gut regelmäßig updaten. Aber gemeint ist hier nicht unbedingt, dass das Netzwerkadresse oder Dienste, mit denen ich kontaktiert werden kann, dass die unbedingt bei mir zu Hause gehostet werden müssen. Es ist natürlich aus gewisser Sicht ideal, also wenn ich wirklich so eine Box oder einen Server oder andere Geräte bei mir zu Hause habe und ich dadurch kontaktiert werde, ist das natürlich optimal, dezentral und souverän und so weiter, muss aber nicht so sein. Also es kann ja durchaus sein, dass ich gewisse Dienste, meinen Webserver oder andere Dinge bei meinem ISP gehostet habe oder bei meiner Universität, wo ich statische, stabile Adressen habe und dann habe ich einen Identifier, der eben dorthin zeigt und der dann auch stabil ist. Also das ist durchaus auch im Sinn des Erfinders. Das heißt nicht unbedingt, dass ich wirklich alles selber hosten muss. Also es ist ein Identifier, ein Account, der souverän ist, aber das heißt nicht, dass dann alle Dienste wirklich von mir auch selber gehostet werden müssen. Aber das ist die Grundidee mal als Kernelement, als Basisbaustein für die souveräne Identität, dass ich einen Identifier habe, eine Kennzahl, eine Accountnummer, die eben diese assoziierten Daten hat, Schlüssel und Netzwerkadressen. So schaut das übrigens aus. Also so schaut dann ungefähr die Information aus, die auf der Blockchain abgespeichert ist. Die Information, das ist meine DID, das ist meine Kennzahl in dieser Blockchain, in diesem dezentralen Netzwerk. Und hier sind einige dieser Informationen, die öffentlich sind, die jeder nachschauen kann. Es ist eben hier mein öffentlicher Schlüssel und hier gewisse Netzwerkdienste, die mir gehören, über die ich kontaktiert werden kann. Das ist komplett öffentlich. Das ist genauso, wie wenn jeder für einen Domainnamen die IP-Adresse nachschauen kann. So kann hier jeder für eine gewisse DID diese zugehörigen. Was ist das jetzt für eine Sprache? JSON ist das. Das ist JSON oder genauer gesagt JSON-LD. Das ist eine Variante von JSON. Das LD steht für Linked Data. Das kommt aus der Welt des semantischen Web. Weiß nicht, wer sich damit beschäftigt hat. Also das ist eigentlich ein Datenmodell, das auf einem Graphen basiert, wo man Knoten und Links zwischen Knoten und Kanten hat. Und so bildet man Informationen ab. Also da habe ich einen Graphen, wo ich ein Knoten bin und dann habe ich eine Kante und dann ist ein anderer Knoten, das ist mein öffentlicher Schlüssel. Und dann habe ich eine andere Kante zu einem weiteren Knoten, das sind dann diese Netzwerkadressen vielleicht. Das ist ein sehr, sehr bekanntes und sehr etabliertes Datenmodell, das heißt auch RDF, das kann man nachschauen, da gibt es sehr, sehr viele Publikationen, da gibt es auch ein Institut an der Wirtschaftsuniversität, das da sehr, sehr stark ist, also das ist eine Sprache, ein Datenmodell für das Web, für das Internet, das vielseitig verwendet wird, unter anderem eben auch hier.
So, also diese DIDs, Identifier, Kennzahlen, das ist einmal die erste von zwei wichtigen Komponenten, die so eine souveräne Identität möglich machen. Jetzt gibt es eine zweite Kerntechnologie, die hier entwickelt wird, das sind die sogenannten Verifiable Claims. Das wird ebenfalls beim World Wide Web Consortium standardisiert, also als Internetstandard entwickelt. Das ist ein Datenmodell, ein Datenformat, um Aussagen über eine Identität zu treffen. Also ein Datenmodell, um jetzt wirklich Identitätsdaten abbilden zu können. Meine Telefonnummer, mein Name, mein Geburtsdatum, mein Lebenslauf, meine Liste an Freunden und so weiter, die Dinge, die ich bei Amazon eingekauft habe, meine Zahlungsinformationen, also eigentlich alles das, was meine digitale Identität im Internet ausmacht, kann man in Form eines Datenmodells, das hier Verifiable Claims genannt wird, abbilden. Und das verwendet das gleiche Format wie diese DIDs vorher, also auch wieder dieses RDF, steht für Resource Description Framework, JSON-LD, also dieses Datenmodell, das auf einem Graphen aufgebaut ist, wo ich sagen kann, hier ist ein Knoten, das bin ich, und dann ist eine Kante und dann ist wieder ein Knoten, das ist meine E-Mail-Adresse, und dann sind andere Kanten und andere Knoten mit halt all meinen Identitätsinformationen. Eine Frage, wurde ja. Die Semantik abgebildet oder nur die Tatsache, dass diese Aussage irgendwo enthalten, zu finden oder enthalten ist? Das heißt, die Grammatik wird da abgebildet von diesen Sätzen, die hier oben als Aussage stehen, oder nur die Tatsache, dass es diese Aussage irgendwo gibt? Die tatsächlichen Daten. Das heißt, die Grammatik und die Semantik wird ja abgebildet. Genau. Okay. Genau, also es sind ein maschinenlesbares Format, ein tatsächliches Datenformat, dass diese Informationen alle möglichen Identitätsdaten abspeichern, modellieren, aufschreiben kann. Und wie gesagt, natürlich, diese Informationen sind dann nicht auf der Blockchain. Auf der Blockchain sind nur die DIDs, sind nur die Kennzahlen, aber also nur die Account-Nummern, die DIDs sozusagen. Aufbauend auf diesen Identitäten kann ich Aussagen treffen über diese Identitäten mit diesem. Wo befinden sich dann die Aussagen, wenn auf der Blockchain nur die IDs? Die sind dann in einem Dienst, der über so eine Netzwerkadresse erreichbar ist. Das heißt, in der DID steht eine Netzwerkadresse. Und der Dienst liefert zurück dann was? Den Satz im Klartext oder irgendeine Struktur, aus der man den Satz dann rekonstruieren kann? Der Dienst kann die tatsächliche Information, den tatsächlichen Satz liefern, aber es gibt da natürlich dann Zugriffsbeschränkungen. Das heißt, nein, ich meine was ganz anderes. Das sind jetzt ganz verschiedene Aussagen, die Sie hier abgebildet haben. Ja? Ich habe vor kurzem eine Diskussion darüber gehört, oder gelesen, wo die Smart Contracts werden die Juristerei vollautomatisieren. Mhm. Da war dann in diesem Artikel die Gegenargument von einem offensichtlichen Rechtsgummi, der sagt, selbst wenn Menschen Vertragsinhalte interpretieren, bieten die noch jede Möglichkeit von Streitereien. Da ist die Frage, wie eindeutig können solche Aussagen dann abgebildet werden? Diese Aussagen hier, die sie da stehen, sind nur relativ einfach, aber die wesentlich komplexere Aussagen wahrscheinlich auch. Naja, was heißt Informatik studiert in Aserbaidschan? Ja, hey. Das ist ja schon mal völlig uneindeutig. Zum Beispiel. Ich sehe in Aserbaidschan, aber nehme ich das für sicher ganz anders. Also das, die Bedeutung dann dieser Aussagen, das ist was womit man sich im semantischen Web eben schon seit langem beschäftigt. Und es gibt hier Ontologien, ja, also es gibt hier diese Beispielsätze. Frau Müller hat eine Adresse im ersten Bezirk in Wien, Herr Sabatello hat Informatik studiert, bestehen eben aus einzelnen Hauptwörtern und Prädikaten. Und okay, dann schauen wir mal auf das. Und die rechtliche
Das ist wieder was anderes. Okay, bleiben wir mal bei der Semantik. Also das, was ich hier jetzt in deutschen Sätzen so hingeschrieben habe, das schaut technisch dann auch wieder ungefähr so aus. Das ist so ähnlich wie das, was wir vorher gesehen haben. Das ist auch wieder so ein JSON-LD, RDF. Da steht aber nur Adresse, das kann jetzt alles Mögliche sein. Da steht jetzt Folgendes. Da steht jetzt ein Claim, also eine Aussage, dass jemand, der diese DID hat, diese Attribute hat, also Straße, Post, Stadt und... Ja, aber wo erkenne ich, welche Bedeutung diese Adresse für diese Identität hat? Das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber da gibt es hier einen sogenannten Kontext. Also da gibt's, den gibt es noch. Genau, da gibt es hier einen Kontext, das habe ich jetzt, müsste ich dann nachher vielleicht noch raussuchen, das war jetzt nicht darauf vorbereitet, aber hier gibt es einen Kontext, das ist ein eigenes Dokument, das ist nochmal so ein extra Dokument, wo diese einzelnen Terme, heißt das auch, wo diese Terme dann definiert sind mit Hilfe einer Ontologie. Und da geht es dann in der Semantik, da sagt man dann... Jetzt hat er die Metadaten zu diesem Objekt, aus denen dann erst die Bedeutung abgeleitet werden kann. Gehen wir da jetzt nicht schon sehr in ein technisches Detail, ne? Ja, aber... Ja, schon, aber das geht doch nicht. Wem? Dir? Okay, dann... Ich halte dich zurück, aber das war okay. Ein eigenes Thema bei mir. Ja. Okay, nein, ist schon wichtig, aber der Punkt eben vielleicht, diese Verifiable Claims bauen auf Technologien, semantische Webtechnologien, Ontologien, die eben schon seit vielen Jahren gut erforscht sind, wo man auch die tatsächliche Bedeutung dann abbilden kann, wo man dann sagen kann, ist das ein Studium in Österreich oder in Aserbaidschan oder wie auch immer. Also das ist in diesem Datenmodell verfügbar, diese Fähigkeiten oder diese Features sozusagen. Und das Zweite, das mit der Haftung und wie bedeutungsvoll, also jetzt nicht von der Semantik her, sondern wie vertrauenswürdig, sagen wir mal, sind diese Aussagen. Also ich kann hier Claims über mich selbst behaupten, also ich kann sagen, was ist mein Lieblingsessen oder ich kann auch sagen, was ist meine Telefonnummer vielleicht, das kann ich selbst einfach über mich sagen, aber meistens in der digitalen Welt, wenn man unterwegs ist im Internet, meistens ist es wünschenswert, wenn gewisse Identitätsinformationen von irgendwem attestiert werden. Darum heißt es auch Verifiable Claims, weil diese Aussagen, diese Identitätsdaten, also zwar nicht von wem anderen verifiziert, attestiert sein müssen zwingend, aber können. Also das ist möglich, dass eben diese Aussage, wer welche Adresse wo hat oder wer was studiert hat, dass es nicht einfach von dem selber kommt, sondern dass das zum Beispiel von der Post behauptet wird oder die Technische Universität in Wien sagt, dass ich Informatik studiert habe. Wenn ich selber behaupte, dass ich Gehirnchirurg bin, dann wird dem niemand vertrauen wahrscheinlich, aber wenn das die Universität Wien zum Beispiel über mich sagt, dann ist das vielleicht eher vertrauenswürdig. Also das ist das, was diese Technologie möglich macht, semantisch verständliche Aussagen über jemanden von irgendjemand anderem gemacht. Und der diese Aussagen macht, der hat selber auch eine DID, das heißt, der hat selber auch so eine digitale Identität. Also wenn ich nochmal auf das Beispiel schaue, hier sind Identitätsdaten über jemanden behauptet, das ist meine DID. Und hier ist der Issuer, also hier ist der das behauptet hat. Und hier ist eine kryptografische Signatur von dem, der das behauptet hat. Das heißt, dieses Stück Information, wenn das zum Beispiel, wenn das der Ich bin und das ist zum Beispiel die österreichische Post, dann ist das schon eine wertvolle Information. Wenn das signiert worden ist, die Post behauptet, das ist meine Adresse, dann kann ich das im Internet, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Amazon gehe und ich will bei Amazon irgendwie einkaufen und was bestellen und Amazon will dann meine Adresse haben, dann kann ich dieses Stück Information Amazon mitteilen und Amazon weiß, dass das ist eine verifizierte Adresse.
Ist da nicht der Manipulation Tür und Tor geöffnet? Weil warum muss die Post beauskunften, wo sie wohnen? Hat der ID? Die kann ja politisch motiviert angewiesen, BVD, was der Kuckuck was, die Sache einfach nicht beauskunften. Oder es geht um die Kreditwürdigkeit und der Kreditschutzverband hat was gegen sie und sie kriegen kein Attest für die Information. Also ich sehe das als sehr gefährlich an, wenn das nicht geschützt wird. Und wie ist es geschützt? Ja, also stimmt sicher. Meine, solange alle bei schönem Wetter gut miteinander wollen, ist es ganz in Ordnung. Aber man muss immer damit rechnen, dass das auch gefaked werden kann. Und wir haben leben in einer Welt, die permanent angegriffen wird, gerade in dieser digitalen Welt. Ist das Konzept so, dass man sich, dass dagegen ein Schutz besteht? Also ein Schutz dagegen, dass jetzt die Post zum Beispiel oder der Kreditschutzverband so eine Verifizierung nicht macht oder manipuliert, liefert die Technologie nicht. Die Technologie liefert das Datenmodell und dass diese Daten kryptografisch nachvollziehbar sind. Also was mir dieses Stück Information liefert, ist, hier kann ich kryptografisch verifizieren, dass die Post über irgendjemand eine gewisse Aussage getroffen hat. Und wenn das jemand anderes sagt, der ist die Post. Genau, also das weiß ich hier, dass das hier, was die Post sagt, das ist wieder eine ganz andere Frage. Also das löst die Technologie nicht. Da gibt es... Ja, aber da, ich sage, wir haben jetzt ein ZMR. Ja. Im ZMR kann man feststellen, ich habe eine ZMR-Nummer und meine Adresse und ich dort gemeldet. Und das ist immerhin etwas. Und da steht das Innenministerium dafür gerade, dass das irgendwas zu bedeuten hat. Wo ist jetzt der Vorteil dieser Variante? Und ich denke mir, mir ist es lieber, ich habe eine Gmail-Adresse, ein Amazon-Konto, ein Facebook-Account, ein LinkedIn-Account und die sind verschieden. Das alles unter einer Ordnung zusammenzufassen, löst mir das Sicherheitsproblem. Ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer. Das ist ja die absolute Nummer, unter der ich alles zusammenfassen kann. Die Transparenzdatenbank ausgedehnt auf sämtliche Lebensbereiche. Also ich versuche jetzt den Nutzen zu erkennen, weil ich habe kein Problem bei Amazon zu sagen, ein Login, ein Account zu haben und halt meine Bestellungen werden halt gesammelt und wenn mir das nicht mehr taugt, dann mache ich einen neuen Account mit einer irgendwelchen E-Mail-Adresse und sage nie, dass ich dasselbe bin. In dem Fall mache ich ja Big Brother geradezu, lade ich ja. Das versuche ich jetzt zu verstehen. Sie haben gerade gesagt, was von Nutzen. Ich glaube, der Nutzen hängt ja von der ganzen Akzeptanz der Technologie ab. Das spielt denn mit, beispielsweise. Wenn ich zum KSV gehe und sage, ich hätte gerne so ein Statement von euch, wahrscheinlich schauen sie mich groß an. Und wenn ich zur Bank gehe und sage, ich habe jetzt ein Statement bekommen und jetzt hätte ich gerne einen Leasingvertrag von euch, würde ich wahrscheinlich auch sagen, das ist recht witzig, aber vielleicht bringen sie so ein ganz normales Dokument. Also ich versuche das zu verstehen jetzt. Von der Nutzung her. Ja. Ich möchte nur anmerken, was mir da aufgefallen ist bei Amazon, wenn Sie sagen, oder bei irgendwo einkaufen. Also irgendwann müssen Sie zahlen. Und wenn Sie zahlen mit einer Visa, dann sind Sie bereits wieder in diesem Einkaufskorb, den Sie seit Jahren haben. Nein, aber es wird ja dadurch nicht besser. Es gibt schon andere Möglichkeiten, wo die das wieder verbinden. Muss ja bei Amazon einkaufen. Wenn das ein Problem ist, kaufe ich schon ein. Kann man woanders sein. Ich gehe zu Thalia und habe keine Kundenkarte. Ja. Ich habe eine Kundenkarte bei Thalia ist eine und bei Amazon habe ich was anderes. Ja, genau. Ja. Also ich versuche jetzt das Motiv zu verstehen, bevor ich mich damit beschäftige, wie das funktioniert. Das habe ich am Anfang gesagt, der Amazon kommt auf deine Konto dran. Ich meine, du hast ja dem ausgeliefert, den Burschen. Ausgeliefert, Amazon will mir was verkaufen. Also, ich will was verkaufen, ich will was verbinden, Franz. Ja, Sie haben einen, ich kenne einen, der schickt immer 80% der Sachen wieder zurück. Den ja, gut. Sagen, okay, lieber Freund, ja, du bist für uns postmäßig nicht tragbar. Wir werden dich als Kunden nicht mehr akzeptieren. Sogar, naja, das ist ja nichts Böses. Man kauft halt bei Horn, aber es gibt also jetzt was. Also, noch einmal, wo ist der Nutzen?
Und der Vorteil aus Sicht der Souveränität meiner Identität, das versuche ich zu verstehen. Okay, ja, das waren jetzt ein paar verschiedene Themen, vielleicht zu dem Big Brother einmal, wenn ich sage, ich habe jetzt hier einen Account und da sammelt sich alles. Also erstens, wie gesagt, ich kann hier auch viele verschiedene Identitäten haben, also ich kann hier verschiedene DIDs mir anlegen, das muss nicht und soll auch nicht eine sein, genauso wie ich eben bei verschiedenen Webseiten verschiedene Usernamen anlegen kann, kann ich hier auch meine Identitäten. Ich habe gerade gestern den Richard David Brecht gehört, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also das kriegt ja eine ganz neue Bedeutung. Also, was bringt eine Identität, wenn ich beliebig viele haben kann? Also das ist ja die multiple Persönlichkeit im Internet. Also, naja, warum mache ich das? Ich mache, also es gibt zwei Ziele vielleicht, die man hier erreichen will. Das eine ist eben die Kontrolle, die ich selbst habe, diesen Account oder diese DID, die lege ich mir eben selber an. Also die kann Amazon und können andere nicht abschalten, aber auch nicht verwenden ohne meine Zustimmung. Das heißt, wenn ich zu Amazon dann gehe, habe ich nicht einen Usernamen und ein Passwort bei Amazon, sondern ich habe hier meine DID, die mir gehört, mit meinen Daten idealerweise von einem Server bei mir zu Hause. Also ich habe ein Gmail-Konto, meine Frau hat ein Gmx-Konto und dann gibt es noch tausend andere E-Mail-Provider, wo ich mir eine E-Mail-Adresse hole und mich bei Amazon anmelde. Also da. Ja, aber die E-Mail-Adresse kann erstens wieder gelöscht werden, kann Gmail oder Gmx jederzeit abdrehen, wenn Sie wollen. Das steht auch meistens in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die niemand liest, aber meistens steht das irgendwo drinnen. Ich kenne aber keinen, wenn das passiert ist. Das ist doch kein Krieg, aber vielleicht kommt ja mal. Ja, aber ist das dann besser? Na, nehmen wir halt den Kriegsfall. Ja. Also ja, der Innenminister ist ja noch harmlos. Jetzt haben wir gerade noch Interesse in den Daten. Aber es kann ja sein, dass die USA alle sagen, so jetzt tragen wir das alle so. Da stehen wir alle da ohne Gmail-Adresse. Man könnte ja sagen. Ja, aber das ist kein Gmail-Adresse mehr. Ist gut. Wenn ich die Solvin Foundation einloche, dann habe ich auch überhaupt nichts mehr. Also, das sind Bedrohungsszenarien. Das ist ein verteiltes System. Okay. Ich habe das probiert. Versuchen wir mal die Präsentation halbwegs zu Ende zu bekommen. Sie müssen aber dann auf Englisch speichern, wenn es gewünscht ist. Nein, ich schreibe das da oben auf. Ich finde schon. Also, so? Ja. Ich finde schon interessant, ich finde schon wichtig, die. Ziehen Sie es durch, wie Sie es geplant haben. Diskussion, nein, ich würde das schon gerne irgendwie noch. Wie viel Zeit haben wir denn überhaupt? Ja, der Champions League beginnt, ganz einfach. Taxis gibt es die ganze Nacht. Hier geht es eher darum, dass wir jetzt nicht etwas total zerpflücken, was du in der Präsentation dann noch in einer geordneten Form käme. Okay. Das musst du am besten wissen. Ja. Also ich gehe vielleicht noch eins weiter. Ich habe eine grafische Darstellung, wie das funktioniert mit diesen Claims. Vielleicht löst das die Bedenken nicht auf mit dem Big Brother und einem Account, wo alles konzentriert ist und so. Aber ungefähr so funktioniert das. Also ohne das bin ich. Also das bin eben, das ist meine digitale Identität, registriert, abgebildet als so eine DID auf der Blockchain mit den eigentlichen Daten gespeichert, irgendwie auf einem Server, den ich bei mir zu Hause habe oder der irgendwo gehostet wird, wo ich dem vertrauen kann. Da sind meine Identitätsdaten abgespeichert und verifier da hier, dass das wäre zum Beispiel Amazon oder die Bank oder wie auch immer. Da gehe ich hin und teile diesem Verifier, dieser Firma, meine Identitätsinformationen mit, zum Beispiel meine Adresse. Ich gehe zu Amazon und sage, Amazon schickt mir eine Anfrage. Amazon sagt, wir würden jetzt gerne auf Ihre Adresse zugreifen. Darf Amazon das oder nicht? Also man kann sich das so vorstellen, auf meiner App am Handy kommt dann irgendwie so eine Frage. Da steht dann, Amazon würde gerne auf Ihre Adresse zugreifen. Wollen Sie das erlauben oder nicht? Und dann kann ich sagen, ja oder nein. Und wenn ich ja sage, dann wird eben Identitätsinformation von mir zu Amazon übertragen, übermittelt. Was ich da auch machen kann, interessanterweise als Detail, steht nicht da, aber ich kann auch die Bedingungen, die Rahmenbedingungen hier festlegen, unter welchen
was dürfen die mit meinen Informationen machen? Das heißt, diese, wie das heute ist, die Terms and Conditions, wenn ich mich bei Amazon anmelde, da gibt es ja das wo ich anklicken muss, ich stimme den Geschäftsbedingungen zu, was eh niemand liest, so kann ich das umgekehrt machen. So kann ich sagen, Amazon darf auf meine Daten zugreifen, wenn sie meinen Bedingungen zustimmen, wo ich dann vielleicht sage, die Daten dürfen nur für 2 Stunden verwendet werden und nicht für Werbezwecke oder so. Aber das ist sehr formalisiert im Gegensatz zu den AGBs. Das ist maschinenlesbar, also das wird eben in diesem Datenformat auch mit technisch abgebildet, semantisch interoperabel, dass das Amazon das auch so versteht sozusagen, was ich hier für eine Berechtigung erteile. Also nach meiner bescheidenen Erfahrung mit Amazon-Einkäufen, das ist da ein fixer, standardisierter Ablauf. Wie bringen Sie Amazon dazu, dass die jetzt plötzlich einen ganz anderen Ablauf akzeptieren, als normal, wenn ich dort einkaufen gehe? Da habe ich gar keinen Spielraum, das sind fertige Prozesse. Moment, im Moment natürlich nicht und man würde meinen, die großen Firmen, die werden das eh nie machen, weil es ist ja bekannt, Datenkraken und das, was man auf Englisch nennt, den Surveillance, also Kapitalismus, also der Überwachungskapitalismus, unsere Daten sind das neue Öl des 21. Jahrhunderts und diese Daten werden monetarisiert und so weiter und wieso soll da irgendeine große Firma mitmachen. Also da gibt es 2 Argumente, warum das doch passieren könnte. Erstens das, was der Gerhard gesagt hat in einer der Einführungsfolien, nämlich der gigantische Schaden oder Kosten, die heutzutage entstehen, oft mit den heutigen Identitätstechnologien. Es entstehen für große Konzerne in der Datenverwaltung enorm hohe Kosten beim Aktualisieren der Daten. Es sind die meisten Daten, die bei Amazon in der Kundendatenbank irgendwo liegen, veraltet. Ich habe letztes Jahr hier in Österreich mit der ÖBB ein kleines Projekt gemacht, wo wir die ÖBB Ticket Shop App, wo man Tickets bestellt, haben wir mit dieser souveränen Identität verbunden. Da habe ich gelernt, bei der ÖBB in der Datenbank gibt es 2 Millionen Kunden und sie glauben, das sind in Wirklichkeit nur 500.000, aber sie wissen es nicht einmal genau, wie viele da jetzt doppelt sind und wie aktuell das ist und nicht. Mit so einer Technologie hat das auch Vorteile für die Unternehmen, weil eben viel aktualisiertere und auch verifizierbare Daten, wie gesagt, von der Post signiert zum Beispiel, aktualisierte Daten bekomme, wenn ich als Individuum dem zustimme. Was zwar kein Motiv gibt für mich, aber was ich tun könnte, wo ist dann die Lösung? Also einfacher wäre, sie würden sagen, ich will von dir eine Türkarte haben, weil da hätte man mir was bestellen wahrscheinlich. Oder? Aber die Sozialversicherung kann sich das erlauben und sagen, ohne Handysignatur brauchst du bei uns dich nicht einloggen. Aber diese Dubletten-Problematik, die haben ja alle, die Banken, Versicherungen, jedes Unternehmen, ich sehe jetzt nicht, wo da die Lösung liegt. Also, ich sehe die Lösung halt irgendwo, dass ich sage, ich lege fest, was ist meine Adresse, das wird verifiziert und dann haben alle Firmen den Benefit, dass sie die Daten an die richtige Adresse schicken oder das Ticket, die Ticketrechnung an die richtige E-Mail-Adresse schicken und im Gegenzug habe ich dann die Freiheit, denen zu sagen, was sie mit meinen Daten tun dürfen. Ja, die haben weitere Zustellungen, die haben 2 elektronische Zustellungsdienste, ich kriege zwar nie eine Post über diesen Weg, aber ich sage, das funktioniert ja nicht, aber da habe ich meine Wahl. Da habe ich die Wahl, also ich funktioniert es gern mit Zustellung, GVAT oder wie auch keine Ahnung, wie die anderen heißen. Also ich wüsste nicht, warum das jetzt. Ja, der Unterschied ist, ich verwalte hier meine Daten selbst. Also ich habe eine App, ich habe Werkzeuge, wo ich zum Beispiel meine Adresse, meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer ändern kann. Und wenn ich sie einmal ändere in meiner Identität, auf meinem Server bei mir zu Hause, dann ist das überall bekannt. Dann ist das auch überall aktuell. Also wenn ich dann das nächste Mal bei Amazon was mache oder bei der ÖBB oder bei der Thalia Buchgeschäft, dann bekommen die immer meine aktuellen Daten. Und das ist unter der Voraussetzung, dass sie sich auf dieses Protokoll einlassen. Natürlich, natürlich. Naja. Aber da gibt es vielleicht die Motivation auch von großen Unternehmen, wenn sie dadurch eben aktuelle Daten bekommen können, verlässlichere Daten bekommen können, als das heute der Fall ist.
Und aus praktischer Erfahrung ist der aktuelle Stand von dem Ganzen, also es ist natürlich sehr experimentell und theoretisch, aber es finden derzeit jetzt einige Dutzend Experimente, Proof of Concepts und so statt, große Banken, Versicherungen, staatliche Stellen, gibt es auf der ganzen Welt Projekte, um das einmal auszuprobieren, ob es funktioniert. Ob es wirklich funktionieren wird, weiß man natürlich nicht. Aber ich sehe schon irgendwie so die Vorteile für Unternehmen, wenn ich als Individuum meine persönlichen Daten freiwillig hergebe mit Zustimmung unter meinen eigenen Regeln, sie auch selbst aktuell halte und eben auch von und auch Daten vorweisen kann, sozusagen, die verifiziert sind, also von einem Issuer, das ist dann die Post oder der Staat oder die Kreditschutzverband, der eben vertrauenswürdige Daten, nachvollziehbare Daten, dass ich die Universität bestätigt mir, dass ich Informatik studiert habe, und dann bewerbe ich mich hier irgendwo bei einer Personalvermittlungsfirma, die dann automatisch schon weiß, aha, das behauptet jetzt nicht selber in seinem Lebenslauf, dass der Informatik studiert hat, sondern da ist dieser Verifiable Claim dabei, der von der Technischen Universität signiert wird, und das fließt hier sozusagen automatisch gleich, also automatisch mit meiner Zustimmung und unter meinen Bedingungen zu einer Firma hin, und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wertvoll. Das Zweite, was natürlich auch dazu kommt, sind Regulierungen, also die neue Datenschutzgrundverordnung der EU zum Beispiel beinhaltet ja auch einiges von dem, also da steht zum Beispiel drin, explizite Zustimmung. Genau, explicit consent, also da steht drin, dass ich als Individuum sehr viel genauer informiert sein muss und auch explizit bewusst zustimmen muss der Verwendung meiner Daten. Das ist hier sozusagen schon eingebaut. Oder auch die Portabilität, also dadurch, dass meine Daten ja, Datenportabilität steht in der neuen Datenschutzrichtlinie, also das Recht, dass ich meine persönlichen Daten jederzeit von einem Ort an den anderen verschieben können muss und das alles trotzdem weiterhin funktioniert, das habe ich hier eigentlich schon fix und fertig eingebaut, weil meine Daten sind ja bei mir auf einem Server an einem Ort, den ich mir aussuche. Die sind ja gar nicht zentral jetzt bei Amazon oder Facebook dann gespeichert, wenn das kommen würde. Also ich fürchte, dass für all diese technischen Details, die vielleicht einmal teilnehmenden Unternehmen, Firmen, nicht sonderlich beeindrucken wird, sondern was sie beeindrucken wird, ist, ob sie weiterhin das tun können, was sie wollen. Es ist hier noch ein sehr großer Unterschied zwischen der Tatsache, dass ich Facebook erlaube, also meine Adresse gebe und erlaube, dass sie sie verwenden, oder ob ich über das Protokoll einem anfragenden Unternehmen erlaube, dass sie es verwenden. Es sind ein paar Einschränkungen, es sind ein paar Modifikationen, aber bei Facebook ist es halt global. Und da hat man es ein bisschen differenzierter. Aber im Grunde ist ja das Interessante, nicht wie das gemacht wird, das ist wieder ein technisches Detail, sondern wie das Ganze dann wirken wird. Und darüber reden wir eigentlich relativ wenig, weil ich frage und überlege, was der Erich für Fragen gestellt hat, die gehen überhaupt wahnsinnig in die technische Seite hinein. Mhm. Und da kommen Fragen von der Seite, die mehr in den Nutzen hineinkommen, in die Wirkungsweise. Das Ganze ist für mich ein bisschen skeptisch, weil das Ganze hat ja nur einen Sinn, wenn das irgendwie normiert werden könnte. Ja? Und wenn man sich überlegt, welche standardisierten Dinge entwickelt worden sind oder Dinge entwickelt worden sind, um Standard zu werden, dann braucht man sich nur in der Vergangenheit anschauen, wie super straightforward die Geschichte zu einem VHS-Videotape gegangen ist. Da hat es ein Betamax gegeben, da hat es ein Video 8 gegeben, da hat es, ich weiß nicht was mit noch alles, und es wird sicherlich wieder jemanden geben, der ein anderes Konzept baut, und das versucht zu einem Standard zu entwickeln, mhm, und jemand aufs Auge zu pressen. Und wirklich durchsetzen wird sich der Standard nur dann, wenn große Mitspieler auf den setzen. Sonst wird es nicht werden, glaube ich. Und die großen Mitspieler sind die, die dann auch die Rules definieren. Nämlich ob dann die Geschichte mit dem Verifizieren und
der Modifikation, was darf der mit meinen Daten machen, ob der das überhaupt das in sein Interesse ist, dass das beeinspruchbar ist, oder ob seine Datenschutzgrundverordnung nachfolgen muss, was der Hugo gibt, die einfach festlegt, das muss so sein, dann ist gut für Europa und für die ganze andere Welt nicht, dann redet der Herr Trump wieder ein Wort und er schaut wieder anders aus. Also, es ist alles nicht so einfach, glaube ich. Und die technische Seite ist eine nette Spielwiese. Mhm. Das kann man ja gern machen. Gut, das war jetzt mein... Kein Problem, ja. Wolfgang. Ja, meine Frage ist eigentlich die, das ist jetzt sozusagen meine eigene individuelle Identität, die ich da festlege. Und wenn jetzt der Vater Staat sagt, oder wer auch immer sagt, du wirst jetzt geboren und du kriegst so wie die Versicherungsnummer, hinter der ja eine viel längere Nummer liegt, als wie die Versicherungsnummer, die vierstellige plus die sechste Teilzahl des Geburtsdatums, sagt, okay, du kriegst jetzt, wenn du geboren wirst, eine bestimmte Adresse, Telefonnummer, da muss man sicher irgendwas verschlüsselt ist, und das hast du dein ganzes Leben, das hast du zu verwenden. Wie schaut es denn da aus? Ist eh schon so. Gibt es eh immer Anstrengungen? Das. Einige Länder, die schenken jeder, der neu geboren ist, eine E-Mail-Adresse. Das ist eine Sozialversicherungsnummer. Wir werden bald einmal ein ID-Chip eingepflanzt kriegen. Wenn das so ist wie zum Beispiel in Amerika, dass du schon unter den Fingernagel dein Bankomat-Chip einbauen lassen kannst, und dann brauchst du es nicht mehr hinhalten und den Code eingeben. Also das sind Entwicklungen, die kann man sich ja so noch gar nicht vorstellen. Aber bleiben wir doch bei der staffigen Stelle. Also es ist ja, wenn wir jetzt sagen, okay, Sie stellen mir jetzt alle einen Personalausweis aus, der wahrscheinlich der Einzige, der mich wirklich kennt, der könnte sagen, ja, das ist der behauptet, und ich gehe mit dem Ausweis raus zur Polizei, während die sagen, Entschuldigung, erst verhaften Sie, weil es ja gefälscht ist, Personaldokument vorweisen, dann kann ich Ihnen zeigen, das war eh Fasching und nicht ernst und so, aber das ist ja kein Nutzen. Facebook setzt Fakten, Facebook erlaubt, gibt Templates, mit denen ich mich mit Facebook einloggen kann. Muss ich nicht, ist aber total bequem. Ja, gebe zu, mache ich auch bei gewissen Dingen, die relativ harmlos sind. Also nehme ich das einfach her. Und Facebook hat wie viel? 2 Milliarden User. Also das ist natürlich schon eine Macht. Und dagegen anzurennen, zu sagen, und wenn Amazon mich fragt, ob ich meine Adresse hergeben will, sage ich, wer sagt mir, dass das Amazon ist? Das ist ja eine unendliche Quelle. Ich brauche ja Leute, die mir bestätigen, wenn ich auf die Amazon-Website gehe, dann bin ich ziemlich sicher, mit wem ich es zu tun habe. Also ich sehe die Basis nicht, um sowas zum Durchbruch zu feiern. Bei Amazon ist es also ziemlich uninteressant, eine Fake-Adresse anzugeben, wenn das gleichzeitig die Lieferadresse ist, weil dann wirst du das Ding, was du bestellst, einfach nicht kriegen. So ist es, ja. Es gibt solche Kriterien, wird es mehrere geben, dass es im Interesse des Beteiligten ist, die Sache nicht zu faken. Wenn es das nicht gibt, setzt sie das sowieso nicht durch. Ja. Also zwei Sachen, vielleicht mal das, wie wird das verwendet werden, wie wird der Nutzen sein. Es stimmt, wir haben viel über die Technologie erzählt, also es ist eine neue technische Spielwiese sozusagen, neue Komponenten, Identität, die ich selbst erzeugen kann, Verifiable Claims, also Daten, die irgendwie verifiziert werden können, aber um ein gutes Identitätssystem bauen zu können, was auch immer das heißt, mit Privatsphäre und sicher und so wie der Gerhard es am Anfang gesagt hat, mit Kontrolle und sicher und so weiter, wie auch immer man jetzt ein optimales Identitätssystem definieren würde, wir sagen immer, man braucht drei Dinge dafür. Wir sagen immer, man braucht das BLT-Sandwich. BLT, also das T ist das Technische. Man braucht aber auch B, das ist das Business, also die Geschäft, irgendwie ein geschäftliches Modell sozusagen, das nicht auf Ausbeutung von Daten basiert, so wie das heute ist, wo einfach Daten verkauft werden und ich weiß überhaupt nichts darüber. Also man muss sich auch irgendwie überlegen, vielleicht in so einem System, was kann es da für Geschäftsmodelle geben? Es ist ja nicht unbedingt schlecht, wenn irgendwie mit Verifizierung oder mit Daten, wenn es doch ein wirtschaftliches Modell gibt, wenn die Post zum Beispiel meine Daten verifiziert, ist ja auch nichts Schlechtes dabei, wenn die Post damit vielleicht ein bisschen Geld
verdient, solange das halt nicht auf Kosten der Privatsphäre geht. Also man muss sich das überlegen, irgendwie ein Geschäftsmodell, das ethisch vertretbar ist, und dann beim BLT-Sandwich auch das L ist das Legal, also die rechtlichen Seiten, wer darf eigentlich was und wer ist jetzt eigentlich vertrauenswürdig und wird das rechtlich dann auch durchgesetzt, wenn ich sage, die Daten dürfen nur hier und nur für diesen Zeitraum und nicht für Werbung und so weiter verwendet werden. Das kann ich technisch, das ist technisch unmöglich, das auch durchzusetzen. Das kann diese Technologie niemals ermöglichen. Also man braucht auch diese rechtlichen Rahmenbedingungen und irgendwie bessere Geschäftsmodelle rund um Daten, als das heute ist. Das spielt alles zusammen. Das ist natürlich nur die technische Spielwiese. Natürlich ist es das noch. Ja? Und die Akzeptanz, die wird man dann sehen. Also ich denke ja, dass die Firmen nur dann mitspielen werden und das zu einem werdenden Standard akzeptieren würden, wenn sie davon einen entsprechenden Nutzen haben. Und wenn sie den nicht haben. Ja, natürlich. Und es geht immer um Macht und Kontrolle bei großen Unternehmen. Und das ist einfach, die Technologie selbst kann das nicht gewährleisten, genau, ja. Klarerweise. Ja. Aber sie muss die Mittel zur Verfügung stellen, mit denen es machbar ist. Deswegen muss auch bei einem Projekt, wie Sovereign eines ist, der Horizont der Entwicklung über die reine Technologie weit hinausgehen, sonst wird es nie was. Aber es ist wie bei der digitalen Signatur. Ja. Wenn es eine Anwendung nicht verwendet, nutzt es ja nichts. Was ja, weiß ich, wie lange die Bürokratie der Totgeburt war. Ja, also nicht erst akzeptiert, wenn es am Handy gibt. Also am Handy gibt, ich habe schon mal einen reinen SCD-Lesen zu Hause stehen. Also es gibt übrigens genug Anwälte und Politiker auch, die sich damit beschäftigen. Es gibt ganze White Papers, Publikationen von Anwaltskanzleien, die sich damit den rechtlichen... Mit dem Themenfeld, aber nicht mit Sovereign, oder? Doch, auch. Ah, auch. Doch. Es gibt Anwälte, die spezialisieren sich gerade auf genau das. Ich sage vielleicht eins noch dazu, das muss nicht immer zwischen Individuen und Firmen sein. Ich habe es zwar jetzt so dargestellt und oft so erklärt, aber es kann sowohl der Verifier, der irgendwie auf Identitätsdaten zugreift, also der Issuer, der irgendwie Identitätsdaten attestiert, zertifiziert, das können auch Individuen sein. Also das kann man einfach auch nur peer-to-peer irgendwie zwischen uns machen, zwischen Freunden machen, wo ich jetzt sage, ich verbinde mich jetzt mit meiner DID zu deiner DID und dann können wir vielleicht immer verbunden sein und ein Adressbuch machen und einfach Nachrichten austauschen und auch portabel sein und auch dezentral sein und trotzdem verbunden bleiben. Und ich kann vielleicht sagen, du hast letzte Woche ein gutes Mittagessen gekocht oder du bist ein guter Java-Programmierer oder so. Also man kann auch diese Claims und Identität auch einfach zwischen Individuen vernetzen. Man kann sie auch zwischen Organisationen vernetzen. Also es kann auch eine Organisation sich, eine Firma mit einer anderen Firma verbinden. Man kann das auch zwischen Dingen machen, also das mit dem gläsernen Auto und so weiter. Das Auto, so blöd das klingt, aber das Auto kann im Prinzip auch eine souveräne digitale Identität haben, die sie dann irgendwie mit anderen. Also sage ich nur dazu, dass es nicht immer um dieses Machtverhältnis zwischen Individuen und Unternehmen gehen muss. Ja, aber das kann auch dann auch illegal genutzt werden, nicht für illegale Geschichten. Ja. Das gilt für jede Verschlüsselung. Das kann man nie unterbinden. Das gilt für jede Verschlüsselung. Ja, ja. Das kann nur schwieriger sein. Da gibt es ja Staaten, die Kontrolle nicht verlieren, weil die Verschlüsselung verbieten. Das war ja bei den früheren Technologien auch so. Der Gerhard hat in der Einführung den Herrn Christopher Allen erwähnt, der ist im Moment maßgeblich an der Entwicklung von diesen DIDs beteiligt. Der organisiert eine Reihe von Workshops seit 2 Jahren, wo das entwickelt wird. Der hat vor, ich weiß nicht wann genau, vor 20 Jahren ungefähr die ursprünglichen SSL-Standard geschrieben, also das HTTPS verschlüsseltes Webbrowsen hat er entwickelt und sagt, jetzt will er das machen. Und ist befreundet mit demjenigen, der PGP entwickelt hat, PGP, also verschlüsseltes E-Mail, vor 25 Jahren. Ist die gleiche Diskussion, kann auch natürlich von Terroristen und so weiter verwendet werden, war ja auch in Amerika irgendwie den strengen Export Bestimmungen unterworfen, dass man den Quellcode von diesen Verschlüsselungssystemen nicht exportieren durfte, weil es irgendwie als Waffe klassifiziert wurde. Also das ist natürlich klar, dass man das immer so und so einsetzen kann.
es dann ausgeht. Aber nicht nur das, auch, dass es die entsprechenden Programme und Apps entsprechend unterstützt. Nicht jeder Mailer unterstützt es. Ja, damit. Das ist natürlich wieder eine andere Frage. Also ja, das ist die Frage. Große Frage, auch die User-Interface und Bedienbarkeit. Wird das wirklich, wie einfach wird denn das? Also ist alles, das ist... Das ist noch die Frage, wie weit diese Konzepte dann die Sache durchdringen können. Genau. Die Landschaft. Also das ist noch ganz am Anfang, das kann man jetzt nicht. Ich habe ein paar Slides noch zu der staatlichen IED, weil es jetzt ein paar Mal auch gekommen ist, die Bürgerkarte und die staatliche digitale Identität, die auch von unserer jetzigen Regierung verkündet wurde, dass wir alle eine digitale Identität bekommen. Also die klassische staatliche IED, wie verhält sich das zur IED der Self-Sovereign Identity? Oh. Also es gibt ja eine existierende Infrastruktur in Österreich und auch in vielen anderen Staaten, die staatlich attestierte oder staatlich verwaltete digitale Identität für die Bürger. Es hat letztes Jahr einen Beschluss gegeben, um das E-Government-Gesetz zu novellieren, eine Novelle für das Gesetz, wo das, was jetzt Bürgerkarte heißt, das wird in Zukunft gar nicht mehr Bürgerkarte heißen, sondern das wird einfach nur mehr EID heißen, und das wird sich auch ein bisschen verändern, das wird irgendwie eine hoheitliche, staatliche Aufgabe werden, das heißt, ich bekomme die Bürgerkarte dann nicht mehr oder die Handysignatur nicht mehr von R-Trust, sondern ich bekomme das dann immer gleichzeitig beim Amt auch, wenn ich einen neuen Reisepass bekomme, also so gibt es ein paar Änderungen, wie das in Österreich sich abspielen wird. Und wie passt das jetzt zusammen mit der Idee, dass man seine digitale Identität selber verwaltet? Also das ist natürlich wieder eine politische, philosophische Frage. Man kann argumentieren, natürliche Identität, René Descartes, geht von mir selber aus. Ich denke, also bin ich, und ich brauche niemanden dafür, meine Identität zu haben. Man kann auch sagen, der Staat hat natürlich ein legitimes Interesse daran, die Bürger zu identifizieren, historisch gesehen, erstens zur Besteuerung und zweitens für den Militärdienst. Das waren die zwei, glaube ich, Treiber, die zur Erfolgs... Ich habe auch ein Interesse. Ich habe auch ein Interesse, dass ich weiß, dass jemand, der bei mir was kauft, allenfalls ein Personalausweis daraus hat. Und ich verstehe, wenn ein Geschäft, in dem ich was bestelle oder so weiter, oder wie man es ausborge, sagt, ich hätte gern ein Dokument. Und wenn das aus irgendeiner Community ist, würde ich sagen, wer ist es, der das ausgestellt hat, wird es ein Problem geben. Also genau. Ich glaube, man soll das nicht immer so negativ sehen. Und Macht und Kontrolle, man hat gesagt, bei Amazon geht es einfach um Prozesse, die durchoptimiert sind. Und dass man dort sagt, entschuldigt davon, ja, du kannst die Bücher eh woanders kaufen, aber wenn du es bei uns kaufst, dann läuft das so und Millionen von Menschen finden das super. Dann verstehe ich, wenn die sagen, ja, okay, bist du ein freier Mensch, kauf es woanders. Ich wäre Ihnen nicht böse. Das ja, ja. Es ist natürlich so. Stimmt ja nicht. Die Stadia, wenn es ein Problem gäbe mit Amazon, dann wird es andere geben. Also es gibt halt kein Problem mit Amazon. Ja? Es ist natürlich so, dass wenn wir über Amazon oder Facebook oder so reden, das ist natürlich schon Firmen mit ziemlich großer Macht sind, aber das Unternehmen mit der größten Macht und mit der größten Gier ist das Unternehmen Staat. Ganz eindeutig. Und das ist auch jenes, was die allermeisten Daten haben möchte und sie sowohl beziehen als auch verbergen können will. Also wir brauchen, wenn ich zu meiner anschaue, dass Sobotka da schöne Sachen gesagt hat, ich würde mir ein, er weiß gar nicht, was er gesagt hat, wo er das geschrieben hat. So in der wirklichen Tragweite. Ja? Klingt halt einfach gut. Wir müssen sehr achten bei all den Konzepten, dass wir nicht in Europa zu China werden. Wo es so ein soziales Wertungssystem gibt, wo man irgendwie Punkte sammeln muss und Minuspunkte bekommt. Ja, was auch immer. Die Kontrolle, was sagt, wir geben die Kontrolle den Bürgern zurück. Naja, vielleicht. Muss nicht sein. Kann insofern ganz anders ausschauen. Das wird halt immer das Modell umsetzt dann. Das geht immer vor. Die Frage ist ja auch provokant, ich
fürchte mich vor Google weniger als vor dem Innenministerium. Ja, okay, das hat ein nachvollziehbares Modell, es liefert mir einen evidenten Nutzen, dafür wehre ich meine Daten her, es ist für mich ein fairer Deal und wenn es da anders ist, dann surfe ich anonym. Geht ja auch. Ja. Aber Innenministerium, wir wissen jetzt Anschluss, was ist passiert? Wie hat man die Roma identifiziert? Über die Zigeunerkartothek, die das Amt angelegt hat. Wir sind die Juden in Holland aufgegriffen worden über das Meldesystem der Holländer. Das ist gefährlicher als irgendein amerikanischer Konzern, der mein Geld will, aber ansonsten großes Interesse hat, dass es mir gut geht. Naja, der aber amerikanische Konzern ist aber auch wieder mit der amerikanischen Regierung vernetzt und ob man der dann so vertraut ist. Sagt ihr mir? Naja, aber es ist weiter weg als der Innenminister. Für uns schon, für die Amerikaner halt nicht. Und naja, wenn das Motiv ist, verstehe ich schon, aber das ist halt ein Motiv, das ich akzeptiere und das für mich so nicht gilt. Also mein Risikoprofil ist ein konzernantes Ergebnis. Also was ich bei dieser Folie eigentlich herausarbeiten wollte, war, dass staatliche Autorität und durch vertrauenswürdige Autoritäten oder nicht vertrauenswürdige Autoritäten attestierte Identitätsinformationen gibt, das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes und das will die Idee der souveränen digitalen Identität will das auch nicht abschaffen. Also es geht hier nicht um irgendeine anarchistische Bewegung oder eine Revolution und so weiter, wo wir keine staatliche Identität oder Identifizierung mehr wollen, das soll es ja weiterhin geben. Es soll nicht der Kern der digitalen Identität, der Akt, der Vorgang, durch den eine Identität erzeugt wird, das soll ich selber machen. Das ist hier die Idee. Das mache ich mit einer DID, das mache ich, indem ich diese Identität selbst erzeuge, aber dann attestierte Informationen über die Identität in Form von Verifiable Claims können ja und sollen auch von Issuer, von vertrauenswürdigen Stellen weiterhin kommen. Also das kann die Post sein oder das zentrale Melderegister, das meine Adresse attestiert, das kann die Universität sein, die sagt, dass ich Informatik studiert habe und das kann auch der Staat sein, der sagt, wann bin ich geboren und wie ist mein Name. Also so würden diese zwei Modelle, glaube ich, eigentlich ganz gut zusammenpassen. Der Unterschied ist nur, dass das eben jetzt in der Bürgerkarte und in der EID wird eben der Kern der Identität, mein Account, der wird staatlich im Bundesrechenzentrum oder von A-Trust irgendwie zentral gespeichert. Mit der souveränen Identität kann ich den Kern meiner Identität, diese DID, selber anlegen und ich kann dann aber trotzdem die staatlich verifizierte Information bekommen. Der Staat kann nach wie vor mir zertifizieren, ich bin österreichischer Staatsbürger mit dem und dem Geburtsdatum. Das kann ich dann auch der Bank oder Amazon oder wie auch immer jemandem den Zugriff darauf erlauben. Also das ist, das wollte ich eigentlich hier versuchen rüberzubringen, dass es nicht zwei entgegengesetzte Enden eines Spektrums sind, sondern dass es theoretisch ganz gut kompatibel sein könnte. Und der Gerd hat angesprochen, es gibt ja jemanden an der TU Graz, der sich damit beschäftigt hat, das kann ich auch gerne mal durchgehen. Also das ist vom E-Government Innovationszentrum eine Publikation über Self-Sovereign Identity, über die souveräne digitale Identität. Und dieses E-Government Innovationszentrum, das ist irgendwie ein Think Tank oder die haben die Bürgerkarte, also Komponenten, bitte? Das weiß ich nicht, aber ja, die arbeiten an der Infrastruktur. Nein, das ist ihnen ja gegönnt, aber ich sage, das ist jedenfalls auch eine sehr befangene Institution. Ah, interessant, das weiß ich wieder nicht, wie da in Österreich die... Also, die Grazer haben, das muss ich sagen, die Grazer haben wenigstens eine Oberfläche gemacht, die von blinden Menschen genutzt werden kann, für die digitale Signatur, weil am Anfang konnte man die Atlas-Signatur als blinder Mensch mit Screenreader nicht nutzen, weil das war so, dass man die Signatur mit der Maus hinüberziehen musste auf das PDF-Dokument auf einen freien Platz. Das kann ein blinder Mensch nicht machen. Und die Grazer haben also so ein Overlay erzeugt, wo man sagen kann, okay, automatisch wird die Signatur dort untergebracht,
wo auf dem Dokument Platz ist. Und wenn kein Platz ist, dann hängt das System automatisch mehr Seiten dazu. Und das hat sich sehr gut bewährt. Ich sage für Sie in den praktisch. Nein, ich sage nichts dagegen, ich sage das. Das könnte im offiziellen Teil fertig sein. Ja, hat ja jeder irgendeinen im Hintergrund. Wenn jemand das nicht auskennt, ist er meistens vorher gekommen. Nein, es ist auch modular. Also ich bin froh, wenn es Diskussion. Ich will ja nicht unbedingt alles streng nach. Wir gehen nach dem Modell vor, du musst wirklich die Zeit in der Hinterhand haben, weil du ja nie weißt, woher die Fragen kommen, damit es halt hin und her. Aber es geht nicht darum, und es sind außerdem der 26, ich kann dich beruhigen. Da steht nicht 126 da. Nein, aber die sind gar nicht alle so wichtig. Also das wollte ich nur sagen, es gibt diese Überlegungen, wie das zusammenpasst, die souveräne Identität und die staatliche. Kann man das runterladen? Ja, das gibt es. Auf den Folien, was ich sehe, der Link dann drauf ist. Das gibt es. Und da gibt es auch ein paar Absätze darüber, wie das genau technisch dann zusammenpassen könnte, wie so eine Infrastruktur da mit den Blockchain-DIDs und den klassischen staatlichen Identität, wie man das verbinden kann. Und das findet in einigen Ländern, gibt es ja schon konkrete Initiativen. Also in Finnland gibt es ein Forschungskonsortium, da sind einige Ministerien dabei, Universitäten und auch große Firmen, die überlegen sich das gerade in Finnland, so ein Identitätssystem auf Basis der souveränen Identität einzuführen. In Spanien gibt es ein Konsortium mit, glaube ich, 80 Firmen, die da auch mit staatlicher Beteiligung, die sich das anschauen. In den USA, wie gesagt, gibt es ein Pilotprojekt, um Geburtsurkunden auf Basis dieser Technologie auszustellen, wo sozusagen ein Kind schon eine, ist vielleicht auch ein bisschen zu hinterfragen, wie das genau funktioniert, aber es gibt auch das Konzept, dass Kinder oder dass jemand für jemand anderen eine Identität verwalten kann, also dass Eltern zum Beispiel für ihre Kinder schon digitale Identität in Form von Geburtsurkunde und so weiter verwalten können, also da gibt es auch Kind kriegt auch ein E-Card, sobald es geboren ist. Aber das hatten wir ja schon mal. Und dann reisen wir aus und der Personalausweis. Ja. Man kann die Papiere der Geburtsurkunde seit Ewigkeiten selbst verwalten oder verlieren. Was natürlich nicht so günstig ist. Ja, aber ja, genau. Heute nicht mehr das Problem. Ne? Heute kriegt es das ja noch. Genau. Das früher war es echt ein Problem. Was willst du? Gut, Gerhard hat gemeint, ich soll noch ein bisschen weiter tun. Ich habe gesagt, um halb würden wir gerne den offiziellen Teil beschließen und dann können wir uns ja dann in Diskussionen und so weiter. Das habe ich eben gesagt. Das kommt dann noch, sagen vielleicht vorher einen Punkt noch. Und zwar. So das ist auch wieder was, über das wir sehr lange wahrscheinlich diskutieren können, aber ich würde es gern erwähnen. Identität für alle, also es gibt ja die Überlegung, dass wir hier bei uns in Europa, in Nordamerika, meistens überidentifiziert sind, kann man sagen. Also es gibt zu viele, die zu viel über uns wissen, Facebook und so weiter, aber es gibt genug Menschen, 1,1 oder 1,5 Milliarden, da gibt es verschiedene Schätzungen, die sozusagen nicht überidentifiziert, sondern unteridentifiziert sind, wo man zu wenig weiß, sozusagen, die keine nachweisbare staatliche Identität haben, die keine Dokumente haben, die nicht nachweisen können, wer sie sind. Und das ist natürlich genauso problematisch, dann, wenn man keine Papiere hat, keine staatlichen Dokumente, Flüchtlinge, Staatenlose und so weiter, ist man natürlich ausgeschlossen von gesundheitlichen Diensten, Ausbildung, Schutz durch den Staat, das hat man dann alles nicht, das ist ein Riesenproblem und hier gibt es einige Konsortien, ID 2020 zum Beispiel, das ist eine Konferenz, die jetzt dreimal stattgefunden hat bei der UNO, wo also internationale Organisationen nach Lösungen suchen, um Menschen eine gewisse institutionelle Identität zu geben, die keine haben, die also
die keine Bürgerkarte und auch sonst keine Identität einfach haben können. Das ist eins der Entwicklungsziele, der großen Entwicklungsziele, hat ja die UNO definiert, also eben 2000 die Millennium Development Goals, 2000 bis 2015 und jetzt als Nachfolge die Sustainable Development Goals bis 2030, also die großen nachhaltigen Entwicklungsziele für die Menschheit, also Beendigung des Hungers und Gleichberechtigung und Schutz vor Gewalt und so, also die ganz großen Ziele. Und eins davon ist Punkt 16, Frieden und Gerechtigkeit, und ein Unterpunkt ist 16.9, Identität für alle, also dass jeder ein Recht hat auf eine staatliche Identität. Steht ja auch in der Kinderrechtskonvention, jedes Kind hat ein Recht auf eine Geburtsurkunde. Also es gibt hier jetzt Überlegungen und auch konkrete Initiativen und Startups, aber auch in große internationale Organisationen, die sich überlegen, kann man nicht vielleicht das gleiche Konzept oder ähnliche Technologien, diese Idee der souveränen Identität, auch für diejenigen einsetzen, die keine haben. Und das ist natürlich sehr gefährlich, wenn man das falsch macht. Da muss man sich genau überlegen, wer verwaltet wie, welche Teile der Identität. Ich habe doch extra ein Bild, ich weiß Ihren Namen nicht, aber Sie haben vorher das erwähnt mit den Roma, Zigeunern und Juden. Das ist ein Bild von einer Tabellierungsmaschine, die Nazis in den 1930ern verwendet haben, die damals modernsten Informationsverarbeitungstechnologien geliefert von IBM. Da gibt es ein interessantes Buch, IBM and the Holocaust, also wie damals amerikanische Informationstechnologie eingesetzt wurde, um Menschen, um die Identifizierung und Deportation und auch Vernichtung möglichst effizient zu organisieren. Also das zeige ich auch immer gern her bei den Präsentationen, dass man genau aufpassen muss, besonders bei Menschen, die... Bitte? Ja, es hat grob auch gemacht, also jetzt nichts, würde die IBM verteidigen, aber das ist natürlich, da haben verdammt viele Unternehmen das geliefert und manche Dinge, die viel direkter noch der Vernichtung gedient haben. Also, ja, aber das ist ja sicher ein gutes Anliegen, weil ich glaube, dass die UNO die richtige Adresse ist. Ja, also das heißt, man muss da natürlich genau auch... Wenn die Stiftung aus Amerika für mich besser ist, dann zweifle ich. Das ist der Punkt. Also man muss natürlich genau aufpassen, wenn es um Identität geht, besonders Menschen, die sowieso verwundbar sind, da will man jetzt nicht alle Identität irgendwie auf einer Blockchain öffentlich sichtbar machen, weil dann werden die noch vielleicht Opfer von was weiß ich für welchen... Eine Frage dazu. Ist das eine Technologie, die ohne Strom und ohne Kommunikationsmittel In gewissen Konfigurationen schon, also man kann schon auch, okay. Wenn die Blockchain... Das ist eine interessante Technologie. Weil bei Definition die Digitalisierung ohne Gerät und Strom. Nein, völlig. Darum frage ich ja. Nein, Entschuldigung, ich habe die Frage falsch verstanden. Ich habe gedacht, die Frage war ohne Internetverbindung, also ohne Strom. Ja, ich meine, da kann man abstufen, ne? Strom, keine Internetverbindung, mangelhafte Funkverbindungen, kein verfügbares Gerät, weil gerade der Akku leer ist, bis zu überhaupt ausfallender Stromversorgung, überhaupt keine Stromversorgung, kann das in jeder Variante. Das ist ja in gewissen Ländern, dass du keinen Strom und nichts hast. Ne? Natürlich, das muss man sich... Das Problem ist ja, wenn zum Beispiel eine Katastrophe passiert, dass diese Dinge wie Strom, Internet etc. nicht verfügbar sind, dann bin ich plötzlich niemand mehr. Ja. Das ist ja entsetzlich. Ja, digital bist du. Naja. Naja, aber dann schon. Hast ja meistens nichts mehr. Aber wir reden über digital. Wir reden über andere Jahre. Naja, schon, aber das ufert ja aus und nimmt Besitz von mir. Ich glaube, in der ganzen Stromausfall ist bei Identität. Und der Zeitpunkt, wo man dann keinen Führerschein mehr oder so irgendwas dabei hat, liegt, glaube ich, auch noch in einer Zukunft. Die noch ein paar Jahre weit weg ist. Ja, das ist ganz gut. Wir haben jetzt schon zwei Autobahnbieter mehr. Ja, das ist digital. Ja. Also digitale Zentralverweise. Wenn es keinen Strom gibt, dann kann es auch keiner überprüfen. Und kann es keiner überprüfen. So gesehen ist das Risiko minimal. Ne? Genau.
freie Fahrt. Also digitale Identität ohne Strom kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Aber wie gesagt, es gibt hier Initiativen, es gibt hier Konsortien und auch konkrete Projekte, dass man eben sagt, Flüchtlinge, Menschen, die nicht identifiziert sind, wo keiner weiß, wer die sind, die dadurch keinen staatlichen Schutz auch genießen, keine staatlichen Dienstleistungen darauf zugreifen können, hier mit ähnlichen Technologien zu helfen. Und wie gesagt, man muss aufpassen, weil Menschen, die sowieso verwundbar sind, Identität wird auch oft als Waffe eingesetzt, wie wir das ja schon besprochen haben. Und, das ist ja kein technisches Problem. Ja. Naja, es ist schon ein technisches Problem, wenn man sagt, wo sind welche Identitätsinformationen gespeichert. Wenn eben alle Identitätsinformationen in einer zentralen Datenbank gespeichert sind und irgendjemand hackt die Datenbank oder eine Bombe? Nein, Gott sei Dank, er macht ein Hausdurchsuchung. Nein, aber der Zugang zur medizinischen Betreuung. Ärzte ohne Grenzen in der Welt und auch hier in Wien, am Gürtel gibt es Ärzte, die machen einfach, wer jetzt reinkommt, wird medizinisch versorgt. Auch in Österreich ist es nur so, wenn er auf der Straße umfällt, wird von der Rettung geholt, wird versorgt einmal und dann beginnt er sich mit der Frage zu beschäftigen, wer das ist und wird eigentlich im Normalfall auch nicht rauskommen in Amerika, wenn er keine Kreditkarte hat. Also, das ist doch eine Frage der Systeme, die dahinter stecken, nicht nur mit der Identität. Naja, es hat aber schon was mit Identität auch zu tun. Also erstens was mit Gesundheitsdiensten hat schon ein bisschen was mit Identität zu tun. Also es gibt Fälle in Konfliktgebieten, wo man nicht weiß, was hat der für Impfungen zum Beispiel schon oder wo ist der schon wie behandelt worden. Und wenn er jetzt schon eine Impfung bei zwei internationalen Organisationen gehabt hat und dann zu Ärzte ohne Grenzen geht und die wissen das nicht, was hat er schon irgendwo anders bekommen, ist das schon noch Identitätsinformation, die man gerne irgendwie richtig vernetzt hätte, um ihm besser helfen zu können. Wir schaffen den elektronischen Impfpass in Österreich nicht. Das ist ein hochentwickeltes Land aufgrund von diversen Blödheiten. Ja. Ein Beispiel, wenn es jemanden interessiert, kann man auch nachschauen. iRespond, das ist so eine Non-Profit-Organisation, die versucht gerade mit Identifizierung, Identitätstechnologien, Flüchtlingen an der Grenze zwischen Thailand und Myanmar zu helfen. Das sind nicht diese Rohingya, von denen man hört in den Nachrichten, sondern das sind Leute, die schon irgendwann in den 80er Jahren geflüchtet sind. Ich glaube, 100.000 Leute leben da irgendwo an der Grenze im Urwald. Keiner weiß, wer die sind, arbeiten oft Schwarzarbeit in irgendwelchen Fischerbooten, verschwinden dort oft für Monate und auch Jahre, kommen oft nicht zurück. Moderne Sklaverei ist es im Prinzip. Jetzt versucht man denen zu helfen, indem man sie identifiziert, indem man dann weiß, wenn die thailändische Marine zum Beispiel ein Kriegsschiff oder Polizei ein Fischerboot aufhält, dass man schauen kann, wer sind die Leute, also ihnen zu helfen durch Identifizierung. Wenn wir jetzt nicht so die Zeit haben, um das im Detail zu besprechen, ist natürlich wieder die Frage, sind verwundbare Menschen, wie schützt man deren Privatsphäre, ist noch viel wichtiger als unsere Privatsphäre hier in Europa zu schützen. Aber nur als Beispiel, wenn es interessiert, kann man sich anschauen, das ist, findet statt mit auch namhaften Organisationen, um eben moderne Identitätstechnologien hier für diejenigen einzusetzen, die nicht überidentifiziert sind, sondern die unteridentifiziert sind. Hat das iRespond etwas mit Software zu tun? Ja. Das ist eine Implementierung? Oder wie? Die arbeiten an einem Proof of Concept, das ist auch noch experimentell, aber mit versuchen diese Sovereign-Technologie mit DIDs und Verifiable Claims hier in dieser Situation einzusetzen. Mit diesen und offensichtlich mit Iris-Scan. Mit Iris-Scan, ja. Biometrie ist natürlich auch wieder ein sehr sensibles Thema. Biometrie, also sind Daten, die immer gleich bleiben. Die ist wieder ein ganz eigenes, schwieriges Thema. Ja. Und gut, und jetzt out of the box. Gut, Freedom Box. So. Die ersten Leute werden sich verdienen in Myanmar. Vielleicht funktioniert es auch nicht. So, Freedom Box ist jetzt ein Projekt, was irgendwie verwandt ist, aber nicht direkt mit Sovereign jetzt zusammenhängt. Freedom Box, das gibt es schon länger. Das
gibt es seit, ich weiß nicht, sieben, acht Jahren, das habe ich nicht erfunden. Das ist so ein Open-Source-Projekt, das ist eine Open-Source-Community, die einfach sagt, persönliche Daten sollen lieber auf einem persönlichen Server bei mir zu Hause gespeichert sein und nicht bei Facebook. Also ist auch ähnliche Idee, diese Dezentralisierung und auch Souveränität, aber halt auf der physischen Ebene, also nicht irgendwie Blockchain und da registriere ich jetzt meine Identität, sondern die Frage, wo sind meine Daten jetzt physisch gespeichert, dass ich wirklich bei mir selber zu Hause Informationen hosten kann, meine Identitätsdaten, meine Verifiable Claims, diese ganzen Dinge, die wir da besprochen haben, aber auch meine Webseite oder ein Blog oder ein Wiki oder irgendwie einen persönlichen ja, Speicher, Datenspeicher. Also, Kalender, ja. Bei Google ist dann zu Hause. Genau, also Ersatz für... Also eine eigene Cloud. Genau. Das heißt, man wird dann auch Erforderungen an das Ding stellen, die jedes NAS oder die Microsoft Home Server vor Zeiten auch alle hatten, von Backups und etc. Das kommt sofort mit. Wenn man irgendwas macht, wo man zu Hause Daten aufhebt, erbt man ja sofort die Dinge, die ein Rechenzentrum auch machen muss. Ja. Naja, das ist natürlich wieder eine philosophische Frage. Mehr Souveränität bedeutet auch mehr Verantwortung. Und ja, Aufwand. Bei Gmail, wenn ich bei Gmail bin oder Facebook, dann kann ich mich irgendwie darauf verlassen, dass meine Daten auch morgen noch da sind. Und wenn ich mein Passwort vergessen habe, kann ich das auch immer irgendwie wieder herstellen. Wenn ich meine Identität komplett selber verwalte, na, dann muss ich auch selber irgendwie darauf aufpassen und Backups machen und so. Der alte Witz, ne? Ich habe meine Daten zerstört, NSE, kannst du das immer bitte wieder genau. Naja, den Server jetzt haben wir ja schon mal. Ein Freund von mir vergleiten hat da so eine Analogie zum Essen irgendwie entwickelt und sagt dann manchmal dieses Self-Hosting, Personal Cloud und souveräne Identität, ich verwalte das selber. Das ist so ein bisschen wie wenn ich ins Bio-Geschäft gehe und ich schaue mir genau an, was kaufe ich da jetzt ein und was sind da für Zutaten dabei und dann gehe ich nach Hause und dann koche ich das und dann ist das gesund und das ist gut für mich, aber es ist halt aufwendig, es braucht Zeit, ich muss mich informieren, ich muss Zeit investieren und wenn man das vergleicht, dann ist Facebook ist sozusagen der McDonald's des Internets, wo ich, genau. Das ist schnell und einfach. Schnell und einfach, aber halt nicht so gut dann. Nicht so gut dann letztlich. Nicht so bekömmlich. Ja, Geschäftsmenü von Rewe. Guter Fall, also ich bin nichts dabei und wirklich einen guten Burger. Was setzt du, was wenig Aufwand ist? Guter Fall bei wen? Also mittlerweile gibt es Bios, Selbstbedienungsläden, die gut angenommen werden. Ja. Also es gibt dieses Projekt, Freedombox-Projekt, das ist wirklich so ein Open-Source-Entwickler auf der ganzen Welt auch. Freedombox ist streng genommen nur die Software. Also das ist so ein Software-Stack mit diesen verschiedenen Funktionen zum selber Hosten von Daten. Das kann ich mir auf verschiedenen Hardware installieren. Also das kann ich einfach auch auf Raspberry. Auf einem Raspberry Pi kann ich das installieren oder auf anderen. Das konkret, das ist eine Box, die haben wir hier in Wien entwickelt. Also da haben wir nur 5 Prototypen, das kann man so gar nicht kaufen. Das ist einfach ein schön designtes Gehäuse für ein Standard-Board, Standard-Hardware, die da drin ist. Die Hardware, die da konkret drin ist, heißt Cubby Truck. Das ist sowas ähnliches wie Raspberry Pi eigentlich, nur ein bisschen stärker mit mehr Speicher. Und wir haben halt ein schönes Gehäuse drumherum gebaut und wir haben noch so eine LED eingebaut. Also wir haben da eine Idee, dass wenn ich das anstecke, also die Idee ist, ich stecke das an den Strom und ans Internet. Mhm. Und dann habe ich einen persönlichen Server. Dann gibt es irgendwie so einen Setup-Prozess, wo ich das einrichte, wo ich ein paar Schritte durchgehe, um mal meine verschiedenen Funktionen aufzusetzen. Ja, und das ist gesehen. Mit bitte? Man greift dann von meinen normalen Geräten darauf zu, also von meinem Laptop. Ja. Remote-Bedienung über Terminal, ne? Also ja, wenn man der Hardcore-Hacker-User ist, dann über Terminal und Shell, aber es gibt auch ein Web-Interface, also man kann auch mit meinem Webbrowser dann auf meinem Laptop auf den Server zugreifen und dann die Funktionen verwalten. Und wir haben dann so eine LED eingebaut, das sind ein paar lustige Ideen, zum Beispiel, wenn irgendwas Interessantes passiert, wenn mir jemand eine,
Freundesanfrage schickt oder wenn jemand auf meine Daten zugreifen will, ja, Amazon zum Beispiel, will jetzt auf meine Verifiable Claims zugreifen, eine verifizierte Adresse von der Post irgendwie in eine Anfrage schicken, kann man sich vorstellen, dass sich das Licht dann irgendwie so dreht und dann habe ich so ein optisches Feedback, also so als Gegenmodell zur heutigen Welt, wo ich überhaupt nicht weiß, was mit meinen Daten passiert, da sehe ich sozusagen hier visuell, aha, jetzt hat irgendjemand meine Daten abgerufen, dann kann ich vielleicht gleich nachschauen, wer war das jetzt. Und wenn das arme Licht überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt, dann kann ich doch schnell den Stecker ziehen. Genau, also ich kann auch immer, bei jedem Maß oder überall. Naja, aber die Frage ist, gut. Okay. Gut. Das heißt, das gibt es auch nicht zu kaufen? Das gibt es im Moment noch nicht zu kaufen, nein. Aber es gibt fertige Boxen zu kaufen, oder? Es gibt keine fertigen Boxen mit dieser Freedom Box Software, das gibt es nicht. Die muss man sich selber installieren. Du musst im Prinzip das Motherboard, den Wi-Fi-Modul, so du den haben willst, plus den Stack halt einzeln zusammentragen. Also man kann die Hardware, man kann sich schon einen Raspberry Pi oder eben so einen Cubby-Truck kaufen, da ist hardwaremäßig alles drauf, was man braucht, aber man muss halt selber händisch die Software aufsetzen. Könnte man die Software auch auf einem NAS installieren, das auf Linux-Basis läuft? Man kann es auf jedem Debian-System installieren, also überall, wo Debian muss es sein. Es muss Debian sein, also FreedomBox baut speziell auf Debian auf. Aber wenn was Debian unterstützt, dann kann ich auch das installieren. Kann auch ein 5 Jahre alter Rechner sein. Bitte? PC, ja, der bei mir noch irgendwo im Keller steht. Da kann das auch. Das Hauptserver hat eine Zukunft da. Ja. Weil das stimmt eh irgendwo nochmal, das Ding. Ich könnte aber eine Alternative zu jedem Hoster gehen, das Debian dort installieren und dort mit einer. Man kann es auch irgendwo in einer VPS, also virtuellen Maschine oder. Auch hosten. Ja. So, und wie ich schon zu Beginn erwähnt habe, die Idee ist eben, wenn wir genügend Leute beim Franz anklopfen, dass wir aus dem dann ein Meeting machen und dort dann auch ein bisschen in Konfiguration und wie spielt das mit den anderen Elementen zusammen und so weiter hineingehen können. Wenn es niemanden interessiert, dann halt nicht. Was heißt die Frage, man sollte sich zusammentun und dann gemeinsam was kaufen? Das wäre ein nächster Schritt. Ja, aber da ist ja nichts zu kaufen. Naja, man könnte eine Kleinserienfertigung von dem Ding da zum Beispiel anschubsen. Ach so. Da sind wir wieder bei dem Thema Out of the Box. Ne? Wie gerade erwähnt, man kann sich die Komponenten einzeln zusammen kaufen, kann sie selber hier sitzen, assemblieren, konfigurieren und so weiter, oder man bekommt schon ein fast Fertigfabrikat, wo man wirklich nur mit den letzten Konfigurationsschritte. Das ist einfach eine Überlegung. Hardware ist im Rest schon, alles komplett. Dann kommen aber auch Platten dazu, weil das sind ja auch noch nicht dabei. Da in dem konkreten Modell ist auch eine Festplatte drin. Also da nicht drin? Ja, da ist so ein Cubby-Truck, das ist das Board, wo auch Speicher und CPU und alles drauf ist. Aber da ist zusätzlich noch eine SSD-Festplatte drin. In diesem Design. Ist nicht zwingend notwendig, aber da ist es, da ist halt drin. Und wie viele Giga sind da drauf jetzt? Das ist egal, was man halt reinsteckt. Dann, was man halt reinsteckt, ich glaube, ja. Da haben wir jetzt. Oder ansteckt. Ne? Ja. Oder ansteckt, also USB ja. ist natürlich auch. Das ist eine 1,8er Platte oder was? Ja, die ist ein bisschen klar für. Nein, SSD. SSD ist da drin. 500 GB. Wie viel hat die? 64, 128? Also in dem Prototypen haben wir 128 GB. Da ja, ja, sicher kann man natürlich größere. Wenn es tauschbar ist, ja. Ja. Wie viel Watt braucht so ein Ding? Jetzt habe ich glaubt, das weiß ich nicht, auswendig. Ja. 5 Watt. Ja, was steht noch ein Trafo drauf? Und jetzt schätzt er 5 Watt oder Netzgerät drauf schon, genau. 3 Watt. Da bin ich überfragt, weiß ich nicht, aber es geht mit einer normalen USB-Stromversorgung. Also das reicht aus, wenn ich das einfach dann an den USB-Port anschließe, dann ist das schon wieder. Ja, das ist auch nicht USB-C. Weiß ich nicht auswendig. Gut. Also Hardware, glaube ich, steht ja bei uns, wenn man immer wieder neue Geräte kauft, wenn man am Puls der Zeit sein will, da haben genug herum. Also die Chance, dass man das Kastel braucht,
ist vielleicht nur dann wirklich gegeben, wenn man sagt, wir was haben, was gleich ist. Auf der anderen Seite, wenn ich externe Platten dazu muss, dann kriege ich ja Nachbaubedingungen. Weil da liegt da ein Kastel, ein Schwirr oder weiteres Kastel. Die Frage ist für RDS, wie man das dann nutzen will. Weil wenn man das so extern dann benötigt, dann braucht man Internet always on und das Kastel auch always on. Stimmt, ja. Also das ist schon die Idee, dass das online ist, weil ich eben selbst vielleicht auch meine Webseite oder meinen Blog oder was auch immer hoste. Ja, Uncloud. Uncloud, solche Dinge. Die Grundidee ist halt diese, Freedombox entwickelt keine neue Software. Also alle Dinge, die da drauf sind, das sind bekannte Tools und so wie Uncloud oder andere Dinge. Das ist, Freedombox ist nur ein Projekt, um das so zu paketieren und schön zu verpacken, um das vielleicht möglichst gut bedienbar und für jeden zugänglich zu machen. Das ist noch das Problem, dass die meisten Internetanschlüsse nicht ausreichend sind für solche Applikationen. Wenn sie Upload-Bitraten von ein paar hundert Kilobyte haben, im besten Fall, dann wird das möglicherweise nicht reichen. Ne? Kommt darauf an, was man dafür macht, damit macht. Also wenn man große Dateien. Große Dateien irgendwie oder Videos streamen will, dann vielleicht nicht, aber für gut. Jetzt haben wir gute 1,5 Stunden investiert in die Vision einer souveränen digitalen Identität und einem möglicherweise Zwischenschritt out of the box. Wie gesagt, wie schon zweimal mittlerweile erwähnt, wenn es Interesse gibt, dass wir das in einer längeren Form darbieten und an Franz adressieren, weil ich nehme an, dass das eher bei Clubcomputer gut aufgehoben ist, weil dort auch dann teilweise die Menschen sind, die das auch zusätzlich interessiert, über den Kreis hinausgehend, der jetzt gerade anwesend ist. Ne? Was mir davon abgegangen ist, ist die Handhabung von dem Ding, also was ein Webserver ist und so weiter, das wissen wir schon. Aber nur der Webserver macht ja diese digitale Identität nicht aus, wie man also mit diesen langen, kryptischen Dingen wirklich umgeht. Ja. Also wie man das handhabt. Das ist ein bisschen... Also das Ding liefert ja momentan überhaupt noch eine digitale Identität. Die Erzeugung der Schlüssel. Genau, das, wie mache ich das jetzt? Das ist noch am Anfang. Also da gibt es experimentelle Apps, also dass ich das wirklich auf meinem Handy habe. Da gibt es dann halt eine App, eine Sovereign-App. Oder egal, das wollte man wissen, genau das. Ja. Aha, das heißt, das ist einmal quasi ein Konzept. Das ist ein Konzept. Es gibt, im Moment ist die meiste Fokus auf der technischen Infrastruktur. Es gibt eine experimentelle App, tut mir leid, habe ich nicht gezeigt, habe ich auch nicht da, wird gerade erst entwickelt, also das ist alles noch nicht, das ist noch nicht fertig. Also man kann es am Anfang mit dabei. Das hat sehr früh gehabt. Wir wundern eines, dass es auf der Plattform, das was wir vorher Spielwiese gelernt haben, oder ich gelernt habe, dass da so eifrig auch schon nicht nur konzipiert, sondern auch gearbeitet wird. Und ich habe nicht gesehen, dass von außen Forderungen an das ganze Projekt herangetragen worden sind in Form von etwas, was bei einem normalen Softwareprojekt der Pflichtenheft ist. Das heißt, man hat hier aus dem Publikum auch gehört, den Wunsch, lässt sich das dann machen? Ja, eine bestimmte also eine Implementierung mit bestimmten Eigenschaften, bestimmter Funktionalität, bestimmter Sicherheit etc. Und normalerweise, wenn man Auftragssoftware entwickelt, geht man ja anders vor. Da schaut man ja, dass man mit einer vorhandenen Technologie etwas macht, das die Anforderungen erfüllt. Und das ist aber hier nicht leicht möglich. Man muss zuerst einmal die Technologie konzipieren und entwickeln. Und das Risiko ist dann, dass möglicherweise Forderungen dann, wenn man es ein bisschen mehr publik macht, dort, wo die Anwender sitzen von diesen Dingen, dass da plötzlich Forderungen kommen, die mit der Technologie dann vielleicht eh nicht gescheit gehen, dann adaptiert man das vielleicht wieder. Das ist ein Prozess, in dem das laufen wird, denke ich. Und das wird sicher noch eine Weile dauern. Ich glaube, im Moment der Prozess ist eher so eine Art Goldrausch oder amerikanisches Unternehmertum, wo man mal mit viel Geld was ausprobiert, wo man glaubt, dass das riesiges Potenzial hat, ohne dass man wirklich weiß, wo es hingeht. Ja, genau. Ja. Goldrausch. Auf in den Westen. Vielen Dank. Wir beschließen den offiziellen Teil.